Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Wolfgang Becker, der heute Abend hier bei uns zu Gast ist. Guten Abend. Guten Abend. Ich muss jetzt noch hier diese Rede halten. Ja, das darf ich mir dann hier anhören, oder? Ja. Sie haben dann auch noch unmittelbar nach mir Ihren Auftritt. Nee, dazwischen sehen wir noch einen Film, aber wir kriegen das alles hin. Lieber Wolfgang Becker, lieber Rudolf Worschech, der Moderator des heutigen Abends, liebes Publikum, insbesondere natürlich liebe Mitglieder unseres Freundes- und des Förderkreises, willkommen also hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Wir freuen uns sehr. Im Rahmen unserer ja doch renommierten Reihe Was tut sich im deutschen Film, einen Filmemacher bei uns begrüßen zu dürfen, dem wir als Deutsches Filmmuseum und auch als Deutsches Filminstitut sehr nahe stehen. Im zweiten Teil unserer Dauerausstellung nämlich haben wir durchaus ein Exponat von Wolfgang Becker. Und wir haben auch vorhin davor gestanden und uns das nochmal angeguckt. Es ist der Steckdrehplan, wenn das korrekt ist, von der Terminologie her. Steckplan, aber für die Dreharbeiten. Für das Leben ist eine Baustelle aus dem Jahre 1997. Der war dort im Einsatz. Wolfgang Becker hat erzählt, heute ist alles ganz anders. Das wird halt nicht mehr gesteckt, sondern per Computerprogramm wird der Drehplan erstellt. Was den Nachteil hat, in der analogen Welt war so ein Steckplan wie ein Befehl. In der digitalen Welt ist es eher verhandelbar. Das bedeutet auch, dass man natürlich Steckpläne, die digital vorliegen, schneller ändern kann. Und das heißt auch, dass womöglich die Disziplin zu leiden hat. Jedenfalls, wieso Wolfgang Beckers Exponat in unserer Dauerausstellung? Er ist ja einer der Gründer, der Mitgründer der X-Filme Creative Pool GmbH, einer Firma, die jüngere deutsche Filmgeschichte, wie Sie alle wissen, geprägt und beeinflusst hat, wie kaum eine andere. Ich sag mal Tom Tykwer, Danny Levy, die Produzenten Stefan Arndt, Manuela Stehr und natürlich Sie haben eben diese Filmgeschichte, die jüngere deutsche, geschrieben und in Ihrem Fall haben Sie sogar noch mehr als Filmgeschichte geschrieben. Wir erinnern uns, vor 3 Wochen hing ein Plakat mit Ihrem Konterfei an der Seite von Daniel Brühl, stehend hier in der Frankfurter Innenstadt. Und weshalb? Wir hatten hier die Feiern, die sogenannte Einheitsfeier, 25 Jahre Wiedervereinigung. Und Ihr Film, Goodbye Lenin, ist vom hessischen Ministerpräsidenten, der sozusagen der Gastgeber auch dieser Veranstaltungsreihe war, als einer der zentralen Filme zur deutschen Wiedervereinigung gewürdigt worden. Jetzt kann man halt sagen, okay, das ist ein vielleicht auch politisches Statement, aber ich bin sicher, dass diese Einschätzung, dass es einer der wichtigsten Filme aus den letzten Jahrzehnten war, für die deutsche Filmgeschichte, dass diese Einschätzung von uns und von vielen geteilt wird. Und das ist ein Meilenstein der Filmgeschichte insgesamt. Und ja, auch deshalb freue ich mich. Ja, viel Herz, Witz, liebevolle Ironie und eine kleine Prise Nostalgie und vor allem natürlich auch ein Weitblick. Das ist das, was diesen Film ausgezeichnet hat und das ist, denke ich, auch das, was den neuesten Film von Ihnen auszeichnet. Wir sind stolz jedenfalls und dankbar, wenn Sie oben im Erdgeschoss mal in unsere Vitrinen schauen, dass wir aus dem X-Film-Archiv die wunderbaren Exponate bekommen haben, die wunderbaren Requisiten bekommen haben aus Goodbye Lenin. Und nicht nur diese Requisiten, sondern das gesamte Archiv der X-Filme.
die ja für ganz, ganz wichtige Filme stehen. Und diese Akquise, diese Bereicherung unseres Archivs ist für uns ein ungeheurer Gewinn. Wie Sie vielleicht wissen oder einige von Ihnen wissen, sind wir ja sehr, sehr stark am Nachkriegsfilm, sagten wir zunächst, am westdeutschen Nachkriegsfilm interessiert. Und wir sind sicherlich diejenigen in Deutschland, die am intensivsten durch ihre Projekte, durch ihre Sammlungen den Blick gelenkt haben auf den deutschen Film, der durchaus künstlerisch und populär sein kann. Ja, nun gibt es in unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film, die seit ungefähr 10 Jahren existiert, ein klares Statement, egal was kommt, der nächste Film von Wolfgang Becker nach Goodbye Lenin findet hier statt und auch mit ihm als Gast. Wir haben ein bisschen warten müssen, wie Sie alle wissen. Ich glaube, es waren insgesamt, vorhin hatte Rudolf Worschech es gesagt, 1997 war er zum letzten Mal hier, das war noch vor Goodbye Lenin. Aber wir haben uns mit Geduld gewappnet und in Geduld geübt und sind umso glücklicher, Sie heute hier zu haben zu diesem Werkstattgespräch, das eben Rudolf Worschech, der Chefredakteur von EPD Film, mit dem wir ja zusammen hier die Reihe veranstalten, mit Ihnen führen wird. Ja, ich und Kaminski und erneut mit einem famosen Daniel Brühl in der Hauptrolle ist also tatsächlich der nächste Film nach Goodbye Lenin. 12 Jahre haben sie sich Zeit gelassen und wir haben gerne 12 Jahre gewartet, um ihn heute hier präsentieren zu können, das heißt Sie beide. Und wieder, denke ich, fangen Sie, wie ich finde, unnachahmlich und sehr, sehr präzise Zeitkolorit ein, in einer Weise, wie man sie im deutschen Film in dieser Vielfalt und insgesamt Präzision doch sehr selten findet. Wir bewundern die Liebe zum Detail in der Ausstattung und im Szenenbild und wir haben vorhin schon lange darüber gesprochen. Es ist wichtig, dass gerade diese Details für die Glaubwürdigkeit eines Films stehen. Und das ist auch in diesem Film Ich und Kaminski wieder der Fall. Der Film setzt auch auf sozusagen dafür entstandene bildende Kunst, Malereien. Und wer jemals diese ganzen scheußlichen Malereien, Bilder in der gesamten Kunstgeschichte beziehungsweise Filmgeschichte sich vor Augen hält. Ich erinnere an Vertigo, wo es also ganz zentral um das Bild einer Frau geht. Und wenn die Kamera auch nur etwas näher rankommt, sieht man, wie hässlich diese Frau und wie furchtbar dieser Studiomaler da irgendwas hingerotzt hat auf gut Deutsch, was letzten Endes zentral für den ganzen Film ist. Wer also sich vor Augen führt, wie häufig Bilder, Gemälde in Filmen, also fiktive Gemälde in Filmen, jede Glaubwürdigkeit vermissen lassen, überhaupt nicht verständlich machen, was die Protagonisten antreibt, wieso sie Liebe oder Hass auslösen können, weil es einfach ganz fürchterliche Studiomalerei ist, der bewundert, dass an diesem zentralen Punkt, nämlich sozusagen ein Werk im Film lebendig werden zu lassen, das ja den Künstler in diesem Film charakterisiert, wie wundervoll ihnen das gelungen ist. Und das ist einer der ganz, ganz wenigen Fälle in der Filmgeschichte, dass man vollkommen überzeugt ist von diesem fiktiven Kaminski und seiner Kunst und dass der Maler Kaminski tatsächlich etwas getaugt hat. Das ist so selten, dass ich Sie bitte, Ihr Augenmerk, wenn Sie diesen Film nachher sehen, genau darauf zu richten. Das ist authentisch und es ist ganz, ganz großartig. Und das Kompliment geht an nicht nur Wolfgang Becker, sondern auch denjenigen, der diese Gemälde geschaffen hat, die dann noch in die Kamera, also von der Kamera aufgegriffen und sozusagen animiert werden. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Art und eine sehr ungewöhnliche Arbeit, die ihresgleichen sucht. Ja,
Sie haben selbst als Kameramann begonnen, lieber Wolfgang Becker. Sie haben mit den Großen gearbeitet, unter anderem mit Michael Ballhaus und für István Szabó. Vielleicht noch ganz kurz eine Revue für ihren Abschlussfilm Schmetterlinge 1988 an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Erhielten Sie Preise über Preise, den Studenten-Oscar, den Students Academy Award, sowie den Goldenen Leoparden in Locarno, was hatten wir noch, den Max-Ophüls-Preis als bester deutscher Nachwuchsfilm in Saarbrücken. Es folgten der gefeierte Tatort Blutwurstwalzer 1991, das Kindheitsdrama Kinderspiele 1992 und ihr großer Durchbruch mit Das Leben ist eine Baustelle 1997, der bis heute übrigens nichts von seinem Witz und seiner Wirkung verloren hat, damals ausgezeichnet worden ist mit dem Deutschen Filmpreis. Und eine Reminiszenz übrigens findet sich neben vielen, vielen anderen Verweisen auf die Filmgeschichte auch in Ich und Kaminski. Es ist eigentlich nicht zu übersehen, welche Szene damit gemeint ist. Das Leben ist eine Baustelle und der etwas größere Hahnhuhn, der dann, ja. Bevor wir Sie jetzt nach vorne bitten, um vielleicht neuerlich das Wort an das Publikum zu richten, wollten wir uns noch einen Vorfilm angucken. Es handelt sich dabei um den 15-Minüter Romy, ich bin krank, von Andreas Grützner, den Urs Spörri gegen meinen erklärten Willen nicht so lange Vorfilme zu programmieren mal wieder reingeschoben hat ins Programm. Ja, okay. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Vergnügen. Film ab. Wolfgang Becker wird Sie nachher noch kurz begrüßen und dann läuft Ich und Kaminski. Herzlichen Dank. Und jetzt begrüßen Sie bitte Wolfgang Becker. Herzlich willkommen nochmal. Ja, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin auch ganz bewegt von dem Film. Ich bin nämlich wirklich großer Beatles-Fan. Ohne Quatsch. Also auch wenn ich nicht alles glaube, was da erzählt wurde. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu schauen. Und da ist auch eine kleine inhaltliche Brücke da zu dem Film, der jetzt kommt. Weil da geht es auch ein bisschen um Lügen. Und mehr will ich eigentlich überhaupt gar nicht sagen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Gucken. Es sind ja einige Themen von Frau Dillmann schon angesprochen worden. Zum Beispiel das Thema Kunst. Oder 12 Jahre, wo war er 12 Jahre und X-Filme und alles Mögliche. Und Sie können dann nachher gerne fragen. Wir haben auch noch ein Gespräch dann hier zusammen und dann werde ich Ihre Fragen gerne beantworten. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß und wir sehen uns dann in 2 Stunden und 3 Minuten wieder. Alles klar. Vielen Dank, Wolfgang Becker. Nochmal einen Applaus. Danke. Bitte begrüßen Sie nochmal Wolfgang Becker. Und Rudolf Warschich, der das Gespräch moderieren wird. Ich würde gerne hier sitzen. Das ist meine schönere Seite. Ja, von meiner Seite aus auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen an Sie, Wolfgang Becker, und an Sie, die Sie diesen Film gesehen haben. Und vielleicht gleich mitreden. Wir machen das ja, ich sage das immer vorneweg, wahrscheinlich wurde es aber schon gesagt, wir machen das ja immer so, dass wir uns hier so eine halbe, dreiviertel Stunde quasi warm laufen und dass dann nach dieser Zeit Sie dran sind, Ihre Kommentare abgeben können, Fragen stellen können. Und so weiter. Fangen wir doch gleich mal, ich habe den Abspann gesehen. wir waren nur nicht mehr transparent, dass das letzte Bild dieses Hopper-Bild ist. Und das sollen doch wohl Sie sein, oder? Ja, könnte man annehmen, ja. Eine Antwort auf die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis ich den nächsten Film gemacht habe. Quasi die Einsamkeit des Filmregisseurs vor dem Werk, gewissermaßen.
Wer hatte denn die Idee zu diesem Abspann und wer hat es gemacht? Also, weil das ist ja schon fantastisch. Die Idee zu dem Abspann hatte ich und ich habe dann irgendwann nachts beim Rumseppen auf Arte einen Animationsfilm gesehen, der mich so derartig geflasht hat. Und der war nur ganz kurz, so 5 Minuten, die bringen ja nachts immer tolle Filme bei Arte. Und dann habe ich gedacht, guckst du mal, wer das gemacht hat. Und dann kam da ein Name, Luc Perez. Kannte ich nicht, nie gehört und so, hörte sich Französisch an, habe ich dann versucht, über Arte rauszukriegen, war relativ schwierig. Hab ihn dann in Kopenhagen gefunden, weil er mit einer Dänin verheiratet ist und kam er kurz danach nach Berlin und hat den Film auf einem Kurzfilmfestival gezeigt und habe ich ihn kennengelernt und habe ihm gesagt, ich möchte gerne eine Reise machen durch die Malerei des 20. Jahrhunderts und das soll die Titelsequenz für den Anfang des Films werden, das war ursprünglich für den Anfang geplant. Und das fand er sehr interessant und ich fand seine Technik, mit der er, weil das ist nicht am Computer hergestellt, sondern es ist halt eben tatsächlich Bild für Bild gemalt. Und dieser Film, den er gemacht hatte, der war sehr in so einem, würde ich mal sagen, expressionistischen Stil gemalt. Hatte schon sehr viel mit den deutschen Expressionisten zu tun. Eine Malrichtung, die mir sehr nah ist, die ich sehr mag. Und wir haben dann drüber gesprochen, wie wir das machen können. Und haben wirklich schon durch die Verschiebungen, die sich dann ergeben haben, durch Finanzierungsprobleme und so weiter, haben wir ungefähr 2 Jahre vor Drehbeginn angefangen, daran zu arbeiten. Und haben dann erstmal uns geeinigt darauf, welche Maler wir nehmen und in welchem Stil es gemalt werden soll und was die einzelnen Bilder erzählen, welche Departments halt eben überhaupt so einen Titel bekommen können. Und dann hat er Animations gemacht, also dass man erstmal wirklich den Bewegungsablauf sieht und so. Und das ist dann weiter und weiter gewachsen. Und er hat dann auch die Animation der Kapitel übernommen. Hat nicht die Bilder gemalt, da wurde es dann schwieriger, weil das war dann der Kaminski-Künstler, der es gemalt hat. Der ist aber kein Animationsfachmann. Wir haben ihn dann so nach und nach zu einem Animationsfachmann gemacht und er hat das dann so während der Produktion gelernt. Aber die eigentliche Arbeit, die man halt eben wirklich tricktechnisch abläuft, die hat dann auch der Luc Perez gemacht. Und welche Technik war das, wenn wir jetzt schon dabei sind? Das sah ja teilweise aus wie so eine Übermaltechnik. Oder ist das digital gemacht worden? Nein, das ist tatsächlich übermalt, aber das dann teilweise sind auch wieder die Bilder neu angesetzt worden. Das ist eigentlich einfach eine Stopptechnik. Mhm. Also man malt etwas, macht ein Foto oder 2 Fotos und malt ein bisschen weiter, macht das nächste und so weiter. Das geht dann mühselig, mühselig, mühselig. Nur irgendwann wird durch die Veränderung, gerade wenn es um Bewegung geht, wird dann durch der Farbauftrag so pastos, dass man halt eben dann schon so dick Farbe drauf hat, dass man dann irgendwie vorher schon umspringen muss auf ein Bild, was ungefähr bis zu dem gleichen Zustand gemalt ist, um da weiterzumalen. Und da muss man dann einfach ganz normal eine Blende machen. Das muss man ausprobieren. Man schätzt das vorher und man hat ganz überraschende Ergebnisse, auch für mich immer wieder überraschend, wie es dann doch anders aussieht und so weiter. Das ist sehr viel Experimentiererei gewesen. Mhm. Aber was anderes, aber dann lasse ich dieses Selbstreferenzielle, ist ja das Küken, was Claudia Dillmann ja schon erwähnt hat. Das kommt auch in Goodbye Lenin, den ich jetzt nochmal wieder nochmal geguckt habe. Und das ist aus die das ist aus ihrem dritten Film. Ausstellung, ja. Genau. Das Leben. Ja, das ist das Kostüm von Jürgen Vogel, der arbeitet halt eben als Küken vor einem Supermarkt. Ja. Und das Leben ist eine Baustelle, spielt ja in 1990. Und 1990 spielt ja auch Goodbye Lenin, das ist der gleiche Supermarkt, auch in dem wir gedreht haben. Und ich habe eigentlich die beiden Figuren sich in dem Supermarkt kurz begegnen lassen. Okay. Also man sieht Daniel Brühl und dann sieht man diese Figur im Hintergrund rumlaufen. Da hätte man irgendjemand reinstecken können, aber es hat tatsächlich Jürgen Vogel gemacht. Also doch, tatsächlich. Und wir haben nochmal einen extra Drehtag gehabt, weil er konnte nicht. Wir haben mit einem ganz kleinen Team, haben wir das dann gedreht und er ist dann rumgelaufen. Und ich wollte ihn jetzt auch für den Drehtag jetzt hier in diesem Film haben. Und er war sogar unmittelbar in der Nähe, hat er nur durch Zufall 20 Kilometer weiter gedreht. Wir haben in Düsseldorf gedreht, er war in Köln. Und er konnte aber genau da nicht, weil die irgendwie Überstunden gemacht haben. Deswegen ist dann der Regieassistent da in das Kostüm gesprungen. Aber eigentlich war es auch vorgesehen, dass er das macht. Ja. Mhm. Der Film ist ja nun nicht Ihre erste Literaturadaption. Kinderspiele war ja auch nach Ihnen. Nein, Schmetterlinge waren ja. So.
Ich habe den Roman erst nach Ihrem Film gelesen, so zur Vorbereitung dieses Gesprächs. Und ich habe den Eindruck, er ist ja auf der einen Seite relativ werkgetreu adaptiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, also es ist ja schwer, den Roman auf die Leinwand zu übersetzen. Da gibt es ja den Ich-Erzähler, was man hier jetzt ja nicht machen kann oder machen wollte. Was haben Sie verändert und was ist Kehlmann, was ist Becker gewissermaßen? Ja, erstmal dazu, der Ian McEwan, das war eine Kurzgeschichte, das war meine erste Erfahrung mit Adaptieren von Vorlagen und die war insofern super, weil ich gerade mal 5 Tage gebraucht habe, dieses Drehbuch zu schreiben. Und habe gedacht, naja, dann wird das bei dem Roman auch so schnell gehen. Und da hat mich halt eben gründlich vertan. Weil der Ich und Kaminski ist kein Roman, schlicht und ergreifend. Da steht zwar Roman drauf, aber es ist eine etwas zu lang geratene Novelle. Ja. Der hat auch nicht diese Dreiaktigkeit, mit denen auch Romane arbeiten oder auch die Filme arbeiten. Und er hat natürlich diese besondere Schwierigkeit, dass der Humor und dieses Romans daraus entsteht, dass wir in der Innenperspektive dieses Zöllners sind und wir einfach die ganze Zeit immer mitbekommen, was für eine absurde Verschiebung er hat, was seine Innenwahrnehmung und seine Außenwirkung anbetrifft. Das ist einfach so, das ist geradezu grotesk. Und das ist auf der einen Seite erstmal, er wird dadurch sehr unverschämt. Am Anfang denken wir, was für ein Kotzbrocken. Und dann kriegt man aber so nach und nach beim Lesen auch so ein bisschen Mitleid mit dem, weil er sich einfach immer so vertut. Und diese Perspektive, diese Innenperspektive, diese Ich-Perspektive kann man im Film nicht einnehmen. Sobald eine Kamera da steht und jemand filmt, ist man in der dritten Person. Und auch wenn man jetzt die ganze Zeit mit dem Film, mit einem inneren Monolog machen würde, dann würde das nicht tatsächlich diese Perspektive geben. Deswegen habe ich nur so ein paar wenige Sätze da reingestreut. Und das war dann tatsächlich eine Schwierigkeit, das hinzukriegen, sagen wir mal, den Humor auf eine filmische Art und Weise irgendwie zu transponieren vom Roman in den Film. Was ist Kehlmann, was ist Becker, fragten Sie. Also ich finde, der ist werktreu, das sollte auch werktreu sein. Es ist aber nicht so, dass der Film jetzt einfach eine reine Illustration des Buches ist. Das heißt also, er hat einen völlig anderen Anfang. Schluss ist auch anders, ne? Der Schluss ist anders. Ja, es ist eine andere Gewichtung da, was jetzt die Anteile von Kammerspiel und Roadmovie anbetrifft. Es sind sehr viele Momente einfach rausgeschnitten, schon beim Drehbuch und dann auch später beim Schnitt des Films. Der Roman hat ja nur 160 Seiten, was einfach ideal erscheint für einen Film. Das ist halt eben nicht wie bei Thomas Mann, wo man dann irgendwie schon verzweifelt dann vor dem Zauberberg sitzt und wie sagt, wie kann ich das auf 120 Minuten irgendwie runterbrechen? Und trotzdem ist das Drehbuch dann auch zu lang geworden und auch der Film noch zu lang geworden. Also ich hatte wirklich, eines der größten Probleme bei dem Film war das echt das Längenproblem. Mhm. Und eine Form zu finden, wir sprachen gerade über Dramaturgie oben. Da oben, genau. Ja, jemand stellte sich vor als Dramaturgiestudentin. Das war hier jetzt ganz besonders, weil ich habe erstmal ein Drehbuch versucht, auf eine Dreiaktigkeit hinzukriegen. Das habe ich dann komplett weggeworfen, weil das hat überhaupt nicht funktioniert und ist dem Roman in keiner Weise gerecht geworden, war einfach wirklich öde und langweilig. Und ich habe dann mich für eine Kapitelstruktur entschieden. Aus dem einfachen Grund, es gibt nicht, weil ich jetzt die Kapitel des Films analog zu den Kapiteln des Buches erzählt habe, sondern es gibt halt eben, wenn man in Kapiteln erzählt und wirklich Zäsuren einbaut und die Handlung an bestimmten Stellen unterbricht, dann schafft man damit andere Spannungsbögen. Ja. Das heißt, der Zuschauer, wenn er schon die erste Zäsur bekommt und sieht, aha, ich habe jetzt ein zweites Kapitel und er wird sozusagen aus einem bestimmten Erzählfluss rausgenommen, ist er bereit, wieder ein neues Kapitel, einen anderen Erzählfluss aufzunehmen. Man kann sozusagen ästhetisch das verändern. Man kann es rhythmisch verändern, man kann Sachen, die einfach, wenn man sie in eine Handlung einbaut, nehmen wir mal die ganzen Rückblenden, wenn er die alten Weggefährten von Kaminski recherchiert, wenn man das einfach in eine fortlaufende Handlung als Rückblende einbauen würde, würde das wahnsinnig bremsen. Da das aber jetzt wirklich ein Kapitel einnimmt,
akzeptiert man das. Manche Leute akzeptieren das auch nicht, weil sie sagen, das ist ihnen dann trotzdem zu lang und so weiter. Ich werde zu sehr aus der Geschichte rausgeschmissen. Aber man kommt wieder zurück. Und ich fand es halt eben dann doch eine adäquate und auch in gewisser Weise eine elegante Erzählweise. Und es gab halt eben auch die Möglichkeit, in diese Kapitelbilder etwas von dieser Kunst von Kaminski zu vermitteln. Weil das ist ansonsten ist das immer so bemüht, wenn man sagt, ich habe jetzt irgendwie eine Szene und da hängt da so ein Bild im Hintergrund und da muss jetzt irgendjemand was zu erzählen. Wie erzähle ich eigentlich das künstlerische Werk eines Malers? Das ist nicht leicht, also in Handlung eingebunden. Und da es halt eben jetzt hier Bilduntergrund ist für Titel und auch diese Transitions da waren zwischen einem realen Bild und dann einem gemalten Bild oder auch umgekehrt, fand ich das eine ja doch irgendwie praktikable und auch elegante Lösung. Hm. Wer hat eigentlich diese Bilder, Kaminski-Bilder gemalt? Kaminski. Diese Frage kommt immer wieder und ich wundere mich immer darüber. Also. Nein, es ist. Die Idee war, da es A, diese Ähnlichkeit von dem Namen Kaminski und Kandinsky gibt, damit einfach zu spielen, weil viele Leute, die das Drehbuch gelesen haben, auch Schauspieler, ganz besonders häufig Schauspieler, sagt dann, wo kann ich mir denn so einen Kaminski angucken? In welchem Museum hängt das denn und so? Also die Leute haben schon auf der Basis des Drehbuchs gedacht, den gibt es wirklich. Und die Idee am Anfang ist ja, dass den Kaminski durch diese historische Strecke, dass er wie, quasi wie so ein Filmnachruf auf ihn ist, zu einer bedeutenden Person zu machen. Er kannte ja ungefähr jeden. Wir haben noch einige Leute, er hat auch dem Papst guten Tag gesagt und Kennedy und so weiter. Haben wir die Bildrechte nicht bekommen. Insofern mussten wir das dann rauslassen. Aber es gab genug Leute, die dann gesagt haben, oh Scheiße, ich dachte, das wäre eine fiktive Person. Ich hatte zum Beispiel ein wunderbares Interview mit einer Redakteurin von Monopol. Das ist eine Kunstzeitschrift. Und mit der habe ich so geredet, als ob es Kaminski wirklich gibt, die ganze Zeit. Ich habe dann gesehen, wie so Panik in ihren Augen aufkam und gesagt, oh, ich hätte das besser mal googeln sollen, den gibt es ja wirklich. Ich dachte, das ist irgendwie eine fiktive Person und so. Es ist immer falsch, wenn man den Leuten das sagt, man darf gar nicht drauf eingehen, so einfach sagen, naja, der Kaminski hat da und da, wenn sie mich danach gefragt haben, ich sage, der hat da und da gelebt, der hat ja den und den getroffen und so weiter, das und das, habe ich so einfach so Fakten aus dem Leben gesagt, dann merkte man, oh Gott, es kommt wirklich durcheinander. Und das war auch bei vielen Journalisten so, also anderen Journalisten, ich meine, das sind Filmjournalisten, sie war ja eine Kunstjournalistin. Das heißt, die Idee war, den wirklich zu einer lebenden Figur zu machen. Das bedeutet aber auch, wenn er diese Reputation hat als bedeutender Maler des 20. Jahrhunderts, dann muss auch wirklich etwas da sein, was eine Substanz, eine malerische und künstlerische Substanz hat. Und ich bin, weder habe ich Kunstgeschichte studiert, ich interessiere mich für Kunst, aber ich habe jetzt nicht irgendwie den wahnsinnigen Überblick da und ich bin selbst auch nicht sonderlich talentiert, was Malen anbetrifft. Ich muss also jemanden finden, der das konnte und ich habe gedacht, es gibt sehr viele Maler aus der DDR, aus der ehemaligen DDR, die schon zu alt waren, als die Mauer gefallen ist, die konnte man im Westen nicht mehr irgendwie als junge Künstler verkaufen. Mhm. Und die an der DDR dann letztendlich auch durch den Rost gefallen waren, weil sie regimekritisch waren. Aber fantastische Maler waren, wirklich eine wahnsinnige Ausbildung hatten. Und ich habe einen gefunden, ich möchte jetzt einfach zum Schutz dieses Malers den Namen nicht nennen, der habe ich zufällig eine Ausstellung in Berlin gesehen, habe gedacht, wow, das ist wirklich, kann ich mir vorstellen, dass der so gemalt hat. Und habe den dann getroffen und der hat im Prinzip nur vier verschiedene Sujets gemalt. Immer den gleichen Bodden in Rügen, seine Frau mit einer Katze auf dem Schoß, seinen Schreibtisch, wo lauter Briefe und Farbtuben drauf liegen und Selbstporträts von sich an der Staffelei. Aber mit einer unglaublichen Variation hat er das gemacht. Und wirklich ganz, ganz starke Bilder dabei, muss man einfach sagen. Wirklich großartige Bilder. Aber ich habe dann gesagt, pass auf, wir brauchen etwas, der muss dann ja so aussehen, als wie der Schauspieler, wenn das ein Selbstporträt ist. Also ich meine, die Selbstporträts von ihm selbst hätte als Fahndungsfoto für die Polizei, wären die nicht gut gewesen. Aber wenn man ihn getroffen hat, hat man ihn trotzdem darauf erkannt.
Und dann hätte man sagen müssen, das muss irgendwas mit Jesper Christensen oder dem Schauspieler zu tun haben. Und das konnte er nicht. Da war sofort eine Blockade da. Der konnte auch er konnte seine Frau auch nicht mit dem Hund auf dem Schoß malen. Oder eine andere Frau mit einer Katze auf dem Schoß. Er konnte nur genau das malen. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, und da habe ich ihm dann gesagt, ich habe ihm das doch geschrieben in einem Brief. So, da habe ich nie einen Brief von ihm bekommen. Ich sage, ja, ich bin gerade reingelaufen, der liegt doch da auf dem Schreibtisch. Da hat sich das nochmal durchgelesen. Ach so, ja, Und dann merke ich, der ist total autistisch und kann das überhaupt gar nicht. Und irgendwann wurde klar, ich hatte dann Daniel Kemmer mitgenommen und er hat gesagt, der ist fantastisch, der Typ, das wird nie was, der ist ein kompletter Autist. Da haben wir noch einen zweiten Autisten getroffen. Das gehört wahrscheinlich dazu. Es ist nicht so lustig. Ich finde, das gehört auch in gewisser Weise dazu, wenn man so bedingungslos sein Leben lang immer das Gleiche malt. Das ist auch, ich glaube, da gehört eine bestimmte Portion von, weiß ich nicht, Wahnsinn, Autismus oder sowas dazu. Es wurde dann irgendwie klar, wir brauchen jemanden, der eine malerische Qualität hat, der aber auch in der Lage ist, teamfähig zu sein, also für ein Projekt zu arbeiten. Und ich habe dann letztendlich, wie es immer ist, durch einen Zufall den Manfred Gruber getroffen, den ich sogar vorher schon kannte. Ich hatte eine Ausstellung von ihm gesehen und der malt sozusagen im fotorealistischen, das ist eine Mischung aus Fotorealismus und Renaissance-Malerei. Also die Perspektive ist eher die Perspektive des Quattrocento, aber er malt halt eben sehr fotorealistisch. Man denkt dann irgendwie so an diese ganzen Leute, die so von der Seite gezeichnet sind, oder die Frau mit dem Hermelin oder sowas, so in der Art. Aber er ist halt eben Bühnenbildner gewesen, speziell für Oper und auch für Theater, und wusste halt eben, dass er für etwas schaffen muss. Und er ist ein genialer Fälscher. Er kann wirklich alle Stile sofort. Er malt sofort einen Hockney, einen Schiele und so weiter. In 5 Minuten skizziert er das. Der kann das besser als der Beltracchi, wirklich viel besser. Und der hat dann halt eben alles gemalt. Der hat die Hockneys gemalt, der hat den Lucian Freud gemalt, der hat, egal was, hast du gesagt, malen den, dann hat er das gemalt und so. Und haben wir zusammen überlegt, wie kriegen wir ein Alleinstellungsmerkmal hin, wo alle ja verzweifelt nachsuchen, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Und haben dann gesagt, du bist einer von diesen, also der Kaminski ist einer von diesen Künstlern, der sehr starke Brüche in seiner malerischen Laufbahn hatte. Was im Roman ja auch so beschrieben ist. Es gibt ja auch einige von diesen Malern, wo man sagt, das kann ich gar nicht glauben, dass der das vor 20 Jahren gemalt hat und das jetzt malt. Aber es gibt es tatsächlich. Und wir haben uns dann nach und nach daran getastet. Ich habe immer so die Vorgaben gemacht, wie ich das sehen, was ich auf dem Bild sehen will. Und ich will auch die Perspektiven und so weiter. Und er hat dann halt eben gesagt, jetzt musst du mich alleine lassen. Ich muss das halt eben wirklich für mich erarbeiten und malen. Und er hat dann, glaube ich, diese paar Bilder, die man im Film sieht, hat er an die 800 Bilder gemalt. Und davon haben wir jetzt die 40 besten in Berlin direkt noch vor dem Filmstart in einer Ausstellung gezeigt. Wir haben eine Kaminski-Ausstellung gemacht und alle sind drauf reingefallen. Alle haben gedacht, scheiße, den gibt es wirklich und so weiter. Und ich habe dann eine Fotoausstellung gemacht mit all diesen Bildern, wo man Kaminski drauf sieht. Wir haben private Sachen, wirklich völligen Blödsinn da in so Vitrinen reingelegt und so weiter. Briefe von Freunden, alles gefälscht. Und die Leute standen alle vor, das habe ich nicht gedacht, die ist mir völlig an mir vorbeigegangen. Dann haben wir so ein Gästebuch hingelegt, Leute reingeschrieben, großartiger Künstler, ist völlig an mir vorbeigegangen. Und Leute haben gesagt, ich habe schon mal eine Ausstellung in Polen von dem gesehen und so weiter. Glatte Lügen, alles dabei. Und dann haben wir nach 2 Wochen haben wir dann so eine Finissage gemacht, und auf der Finissage haben wir dann quasi als Überraschung für 300 Anwesende haben wir gesagt, Edgy Badge, das war jetzt ja nicht Kaminski, sondern das war jetzt dieser Manfred Gruber. Und jetzt haben wir dann quasi vor den Leuten die Ausstellung umgebaut und haben gesagt, das ist halt eben die Kunst zum Film, und haben wir noch ein paar andere Sachen, die er gemalt hat, da reingehangen, und hat er jetzt ganz toll Bilder verkauft auch. Also, weil die Leute fanden das sehr interessant. Und es ist wahrscheinlich ein neues Standbein für ihn, neben der Bühnenbildnerei jetzt einfach zu malen, was ich sehr schön finde, weil er wurde nicht besonders gut bezahlt. Er hat, glaube ich, auch, hätte er gewusst, wie viel er da malen muss und wie wenig er dafür kriegt, hätte er den Job nie angefangen. Aber wir sind durch schwere Zeiten gegangen, aber gute Freunde geworden. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, naja, so hundertprozentig steht das nicht. Sie können ja nachher noch was dazu sagen. Es ist gerade hier vorne, Daniel Richter hat gerade eine Ausstellung hier. Daniel Richter habe ich auf so einer Party kennengelernt. Wir haben uns beide ein bisschen betrunken und haben geredet. Und dann habe ich gesagt, guck dir mal meinen Film an. Ich kannte nur seine Bilder, ich kannte ihn persönlich überhaupt nicht. Und habe gesagt, guck dir das mal an, was denkst du als Maler davon? Und hat er auch gesagt, ja, das, überwiegend ist das sehr überzeugend, aber es sind einige Sachen dabei, die würde er zum Beispiel seinen Studenten an der UdK nicht durchgehen lassen. Mhm. Würde sich auch dafür kritisieren. Und er glaubt auch nicht, dass jemand, der
sozusagen schon in der Blüte seiner Schaffenskraft steht, so etwas malen würde. Aber das ist dann ein sehr spezieller Blick. Ich meine, es ist einfach auch schwierig. Und es gibt halt eben einen Text von Daniel Kehlmann, den hat er mir am Anfang zugesteckt, wo er als Vorwort für ein Kunstbuch schreibt, dass es einfach, dass es keinen Film gibt, wo gute Kunst dargestellt wird, was Sie auch gesagt haben in Ihrer Vorrede. Und dass er auch nicht glaubt, dass das funktioniert, weil der Ateliermaler wäre ja, wenn er so gut malen könnte, wie ein berühmter Maler, wäre er schon längst kein Ateliermaler mehr. Deswegen ist das einfach ein Widerspruch in sich. Aber wir haben es zumindest probiert. Es ist so ähnlich schwierig wie eine neue Beethoven-Symphonie zu schreiben. Ja. Das würde auch dann wahrscheinlich Simon Rattle sagen, naja, es hört sich so ein bisschen Beethoven-mäßig an, aber so richtig Beethoven ist es dann auch nicht. Aber das war ein hartes Stück Arbeit. Glaube ich. Bestimmt auch die gefakten Dokumentaraufnahmen, die Sie ja schon angesprochen haben, das sieht ja auch sehr überzeugend aus, finde ich. Es hat mich ein bisschen erinnert an Goodbye Lenin. Da ist es ja auch schon so, dass der Mutter etwas vorgespielt wird, nämlich, dass die DDR noch existiert. Ist so dieses Spiel von Wahrheit und Lüge, ist das für Sie ein Thema? Ja, das hat sich jetzt auch für mich deutlich rauskristallisiert, dass es das ist. Ich habe da nie so bewusst drüber nachgedacht. Es war jetzt nicht irgendwie, dass ich gedacht habe, ja, Wahrheit und Lüge, die Fälschung als solches. Ich mache da jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Trilogie oder sowas. Es war nie in meinem Kopf drin, aber ich habe jetzt als nächstes Projekt viel mehr an, es geht auch schon wieder um Fälschung und auf eine ganz andere Art und Weise. Das scheint dann doch ein Thema zu sein, weil Film als Medium hat ja auch was damit zu tun, weil beim Film ist ja letztendlich alles gelogen, wir versuchen trotzdem die Wahrheit zu erzählen. Mhm. Und es geht natürlich auch immer darum, wie weit kann man Menschen einfach mit der Kraft von Bildern und Tönen aufs Glatteis führen oder manipulieren. Man kann das halt eben wirklich sehr trefflich und sehr wahrheitsgetreu einsetzen, mit einer großen Verantwortung, die auch dabei ist. Man kann damit natürlich Leute aber auch ganz extrem manipulieren. Also das steckt in allem drin. Das ist ja ein Teil von Goodbye Lenin, da sieht man ja, gerade junge Leute, das war für die im Schulunterricht immer interessant, der Film ist ja oft da gezeigt worden, wie einfach das ist, einfach man schaltet die Bilder ein bisschen anders und ein leicht anderer Kommentar und schwuppdiwupp, womit wir bei dem Thema sind, was wir gerade hatten, wie gut sind eigentlich noch unsere Fernsehnachrichten, da sprachen wir gerade drüber. Also das Weglassen schon alleine oder das Austauschen oder nur ein leicht anderer Kontext und so weiter können Dinge sowas von verändern. Mhm. Damit kann man skandalisieren, was auch häufig gemacht wird. Und man kann, ich finde es immer interessant, diese ganzen Fotoarchive von den Zeitungen, die müssen ja quasi von jedem Prominenten immer ein Bild haben, wo der so guckt. Weil wenn der gerade mal einen Skandal hat, ist sofort das Bild da, wo der halt eben so ertappt guckt oder irgendwie so unsympathisch guckt. Nicht? Die sind immer alle parat da. Und die können irgendwie vor 10 Jahren oder in einer ganz anderen Situation entstanden sein. Die werden einfach dann da reingesetzt. Mhm. So viel zum Wahrheitsgehalt dann von etwas über, was weiß ich. Jetzt kam mal gerade Wolfgang Niersbach, Frankfurter. Ich wollte jetzt nur den Frankfurt-Bezug herstellen. Eintracht hat übrigens... Hätte auch Ackermann sagen können, nicht? Aber die Eintracht hat leider Gottes verloren. Gegen Erzgebirge Aue. Das so nebenbei. Erste gegen dritte Liga. Ja. Weil was mir auch gut gefallen hat, aber das ist natürlich in dem Moment... Achso, nur zum Anfang. Der Anfang war, das Problem war gar nicht so sehr, das herzustellen. Übrigens eine große Freude gemacht. Ich habe in Berlin so ein Atelier, an dem ich an anderen Sachen arbeite. Zum Thema was habe ich in 12 Jahren gemacht? Und da haben wir halt eben, die Fotos habe ich alle selbst gemacht, vor Greenscreen und so weiter, mit einem sehr geduldigen Schauspieler. Die Schwierigkeit war, diese Rechte von diesen Fotos und Filmausschnitten zu bekommen. Das ist eine irrsinnige Kostenfrage und wir haben teilweise, also das letzte Recht war dieses Hitchcock-Bild, das ist 2 Wochen vor Kinostart geklärt worden. Und da musste ich einen persönlichen langen Brief an die Erben des Fotografen schreiben und habe denen einen Filmausschnitt geschickt, damit die ihr okay dazu geben. Da ging es weniger um Geld, sondern darum, dass sie Fotos ihres Vaters nicht verändert haben wollen und so.
Da, wo man vermutet, es war schwierig, bei Matisse war es ganz leicht, bei Warhol war es irrsinnig teuer und so weiter. Und das, wir mussten quasi für jedes Bild, was wir drin hatten, 5 Bilder parat haben und unseren Schauspieler in 5 verschiedene Situationen bringen und dann nachher rausgucken, welches ist das Billigste und was können wir überhaupt bekommen. Das hat alle an den Rand der Verzweiflung gebracht. Wenn man viel Geld hat und die Leute sozusagen mit den Brieftaschen erschlagen kann, ist es also ganz einfach. Aber ich weiß noch, wir haben 4 Warhol-Fotos angefragt und die Antwort war, die wollten mehr haben, als wir für den ganzen Anfang als Etat hatten. Das kriegen wir nie hin. Aber es hat dann doch irgendwie hat's geklappt. Aber kurze Zwischenfrage, was war eigentlich der Gesamtetat von dem? Der Gesamtetat ist 9 Millionen. Das ist ja schon eigentlich recht ordentlich, oder? Das ist eigentlich recht ordentlich und dann noch mit den Rechteinhabern. Nichtsdestotrotz war alles sehr knirsch und knapp und der Roman hat eben das Problem, wenn man ihn liest, denkt man, ach naja, der ist relativ einfach zu adaptieren, völlig falsch, der ist auch nicht so teuer, auch völlig falsch. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so ganz einfach ist, aber dass es dann so kompliziert ist, hätte ich nicht gedacht. Also was mir auch an dem Film wie an dem Roman auch gefallen hat, ist die Personenzeichnung, also der beiden Hauptfiguren, die ja schon sehr ambivalent sind. Auf der einen Seite sind sie Kotzbrocken, aber auf der anderen Seite merkt man gerade bei Daniel Brühl, also bei der Zöllnerrolle, doch auch dessen Besessenheit. Und auch Kaminski ist ja schon auch irgendwie ein ziemlich cooler, abgeklärter Typ, zu jeder Intrige fähig. Aber irgendwie umweht ihn ja auch so die Tragik des Alters. Und Alter, ist das auch ein neues Thema für Sie? Also jetzt nicht persönlich, weil im Film. für wen ist das kein Thema? Ja, natürlich ist das Alter ein Thema und das ist, ich habe ja eine gewisse Zeit auch damit verbracht. Also ich meine, von dem Moment an, wo wir die Rechte an dem Roman erworben haben oder erwerben konnten, weil die waren ja vorher noch bei anderen und anderen Filmproduktionen jetzt nicht hingekriegt haben, bis zum jetzt zum Kinostart sind ja 5 Jahre vergangen und in 5 Jahren bin ich auch älter geworden und das Thema ist dadurch auch wichtiger geworden. Es ist auch, sind auch wirklich leider zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr viele sehr nahe Menschen oder Freunde gestorben. Also der Kameramann, mit dem ich alle meine Filme vorher gemacht habe, der ist leider verstorben und so weiter. Das wollte ich auch noch fragen. Martin Kukula war genau, sonst. Ja. Und es gab dann eine Woche, da hatte ich also, kann man sagen, 3 meiner besten Freunde in einer Woche zu Grabe getragen. Und das wird dann irgendwann, da merkt man dann schon sehr deutlich die Endlichkeit des Lebens, nicht? Also wie schnell sowas auch gehen kann und wie das urplötzlich passieren kann als Schicksalsschlag, wo man nicht mit rechnet. Das ist dann schon ein wichtiges Thema geworden. Aber das hat mich natürlich auch beim Lesen des Romans sehr interessiert. Also wie die alte Frau darüber redet und vor allen Dingen wie dieser Dominique Silver, der Französisch spricht, wie der über das Alter redet. Und dieser Schauspieler, der das hier spielt, der ist dann auch nicht so lange nach dem Dreh verstorben. Und der wusste sehr genau, was er da sagt. Ich glaube, das spürt man auch, dass er sehr genau weiß, was er da für Sätze sagt. Und für mich war das so in gewisser Weise auch so ein Zentrum des Films, was mir wichtig war. Das ist ja jetzt nicht so ein Film, der so eine starke, vorwärtstreibende Geschichte hat, also was die Amerikaner Story-Driven nennen, sondern der Film hat ja eher so einen Character-Driven-Anteil. Also die Figuren sind für mich das Spannende gewesen. Das ist nicht unbedingt so, dass das Publikum dem heute so unbedingt folgen will, weil man ist halt eben schon mehr und mehr auf diese sehr geplotteten und sehr geschichtenstarken Filme konzentriert oder konditioniert, kann man eigentlich sagen. Ich wollte einfach mal da was anderes machen. Auch etwas, was man halt eben so nicht unbedingt erwarten würde. Jeder versucht, diesen Roman jetzt zu einer Geschichte zu trimmen, die nach vorne geht und Sachen dazu zu erfinden, wäre dem Roman nicht gerecht geworden. Jesper Christensen, der, glaube ich, in Realität auch nicht so alt aussieht wie da, ist ja auch die perfekte Besetzung für den Kaminski, finde ich. Wie sind Sie auf den gekommen? Ich habe erst in Frankreich lange gesucht, und zwar bei Schauspielern, die tatsächlich dieses Alter haben. Da gibt es ja einige sehr bekannte französische Schauspieler, aber die sollten halt eben auch Deutsch sprechen können. Und das konnten die alle nicht. Man findet in Frankreich keinen in dem Alter, der Deutsch spricht. Also jeweils nicht unter Schauspielern. Und die hatten auch das andere Problem, dass die meisten von denen nur noch so mit so einem
kleinen Ohrstecker spielen können, wo in pausenlos die Texte gesagt werden. Also diese wunderbaren Pausen, die sie machen, wo alle sagen, boah, das ist toll inszeniert, sind eigentlich nur die Pausen, wo sie zuhören, wie gerade der Souffleur in den Text sagt. Also, das ist teilweise wirklich so. Und das ist halt eben auch eine Frage der Kondition, weil wir hatten jetzt nicht so viele Drehtage. Ich habe dann irgendwann bei Probeaufnahmen festgestellt, es ist ungefähr wie Dreh mit Kindern. Nach 3 Stunden ist die Konzentration komplett weg. Und ich brauchte eigentlich jemanden, der länger als, wir hätten sonst die doppelte Anzahl der Drehtage haben müssen, konnte keiner finanzieren. Also war da die Idee, wir nehmen jemanden, der noch fit ist, aber den man halt eben dann doch mit Maske auf dieses Alter bringen kann. Und wir hatten dann Jesper Christensen, das war die Idee der wunderbaren Casting-Agentin. Ich habe gesagt, ich will keinen Dänen haben, will keinen Skandinavier, der so skandinavisch redet. Der spricht sehr gut Deutsch, der Jesper, der musste das nicht lernen für den Film. Der liebt auch die deutsche Sprache sehr. Ich habe gesagt, das passt einfach nicht. Ein Kaminski, der einen dänischen Akzent hat, das geht überhaupt gar nicht. Und da hat sie gesagt, pass auf, ich bin nicht mehr deine Freundin, wenn du nicht wenigstens ihn triffst. Und dann bin ich nach Kopenhagen gefahren, das zweite Mal. Vorher war ich wegen dieses Animationstypen da. Und habe den getroffen und habe gesagt, super. Mhm. Und ich habe dann gesagt, wir müssen dich eventuell synchronisieren. Da war die Idee, ihn zu synchronisieren. Aber er sprach so gut Deutsch, dass man Deutsch auf Deutsch synchronisieren kann. Und dann sieht man nicht, dass es synchronisiert ist. Und das war natürlich ein bisschen betrüblich für ihn, aber er fand die Rolle spannend genug. Und da haben wir ihn dann mal nach Berlin geholt, zur Probeaufnahme. Es hat mit Daniel auch sofort geklappt. Die beiden haben sich super verstanden, was immer ganz wichtig ist, wenn man sowas spielt. Das war nicht bei allen anderen Schauspielern so, dass sie sich dann so toll verstanden haben. Und dann hatte er die Maske und dann ist er aber wie so ein junger Gott da rumgehüpft. Und dann habe ich gesagt, nee, erstmal, du musst einfach viel langsamer sein in deinen Bewegungen. Das passt überhaupt nicht. Denn eine Maske und deine Bewegung sind wie so, als ob du jetzt irgendwie als 85er joggen gehst, nicht? Und in der Verzweiflung habe ich dann, ich hatte in der Zeitung gelesen, dass es so Aging Suits gibt, so nennt sich das. Das sind Anzüge, die man anlegt, das ist geschaffen worden für Leute, die in sozialen Berufen arbeiten, damit die eine Vorstellung bekommen, wie das eigentlich ist, wenn man alt ist und sich nicht mehr bewegen kann und kaum noch was sehen kann oder schwer hören kann. Und die Dinger sind wirklich, ich habe das dann auch probiert, das ist die Hölle. Man kommt kaum die Treppe rauf, man kann sich kaum umdrehen und so weiter. Man hat eine Brille auf, wo man nur was Nebeliges sieht, man hat irgendwas in den Ohren und hört kaum was. Und da habe ich ihn dann einen Tag drin rumlaufen lassen, damit er mal merkt, wie langsam er sich bewegt. Und danach war er total deprimiert und sagte, mein Gott, in 10 Jahren ist es ja schon so weit und so. Das Gefühl hatte ich übrigens auch. Das ist eigentlich eher für junge Leute gemacht. Und ein Großteil der Regiearbeit bestand wirklich darin, immer wieder daran zu erinnern, dass du jetzt in der Bewegung einfach zu schnell bist. Und du musst einfach ein bisschen langsamer machen. Normalerweise sagen Regisseure ja immer schneller, 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 weil es einfach, heute müssen Filme alle schnell sein, wäre nicht überzeugend gewesen. Ja. Der zweite große Besetzungscoup ist ja Geraldine Chaplin, finde ich. Also auch das, eine Idee der wunderbaren Castingfrau. Ja, und die spricht doch auch, das ist auch ihre Stimme, oder? Ja. Die da. Achso, Jesper Christensen muss sagen, wir haben dann sehr stark an seiner Sprache gearbeitet. Ich habe dann einige Sachen, das sieht man auch gar nicht, welche das sind, haben wir nachsynchronisiert und es ist seine Stimme. Und ich habe dann irgendwann das Dänisch nicht mehr gehört. Aber man hört eine Fremdartigkeit, aber man weiß nicht genau, woher die kommt. Und das sollte auch so sein. Geraldine Chaplin hatte ich mir dann angeguckt auf YouTube. Da singt sie mit ihrer Tochter einen Song auf Deutsch. Und da hat das so toll gesungen. Ich dachte, die spricht doch Deutsch. Und die Idee hatte auch die Suse Marquardt, die Casting gemacht hat. Und ich hatte sie mal vor 20 Jahren getroffen auf einem Dreh in Portugal, wo meine Freundin gearbeitet hat. Da hat die so einen Film gemacht, der hieß Buster's Bedroom. Das war Rebecca Horn, eine Künstlerin. Und sehr ambitioniertes Projekt und so. Und fand ich eine extrem sympathische Frau. Aber war halt eben so große Geraldine Chaplin, hat man so Hallo gesagt, war mir auch nicht. Und so. Und da habe ich dann das ging dann so, das Buch wurde an den englische Übersetzung an den Agenten geschickt in London und der hat das gelesen und war schier begeistert, hat ihr das sofort weiterempfohlen. 2 Tage später hatte ich die Telefonnummer, habe sie angerufen, da war sie gerade auf Dreh in Argentinien, habe mit der geredet, nach 10 Sekunden hatte ich das Gefühl, ich kenne die seit ewigen Zeit. Das war so einfach, mit der Frau zu reden, das war so, nach 5 Minuten war eigentlich alles klar. Man ist das so magisch, also mit manchen Leuten kommt man so wunderbar klar, das geht sofort, und mit anderen versucht man das und es klappt irgendwie nicht und so. Und dann kam sie, hat dann gelernt, hat auch einen Sprachcoach gehabt und kam dann einen Tag vor Drehbeginn, das haben wir in der Nähe von Brügge in Belgien gedreht, kam sie dahin, habe ich die dann getroffen, es war wirklich so, hallo, man kennt sich, wir haben sofort angefangen zu arbeiten
Und die hat auch, die war sofort Zentrum und Liebling des gesamten Teams. Jeder hat sie geliebt, weil die einfach eine unglaubliche Natürlichkeit hat. Also und das ist bei normalerweise sagt man ja, so alte Schauspielerinnen neigen dazu, dievenhaft zu sein und so weiter, so überhaupt gar nicht. Das war und diese Szene, vor der ich wirklich ein bisschen Angst hatte, weil sie doch letztlich der Fluchtpunkt des Films ist und auch die starke Szene des Romans, war relativ einfach zu drehen, weil alle, auch der Jan de Clair, dieser belgische Schauspieler, der in Belgien übrigens ein richtiger Star ist, da kam die Presse an den Drehort, die haben sich aber weder für Jeremy Chaplin noch für Daniel Brühl interessiert, die waren alle nur wegen Jan de Clair, da stand auch in der Zeitung Ostende Nachrichten und so, Jan de Clair dreht in De Haan und so, mit dabei ganz klar Jeremy Chaplin. Und die haben sich einfach zu viert wirklich richtig gut verstanden. Mhm. Wir haben das in anderthalb Tagen gedreht und ich wusste, während wir das gedreht haben, das wird eine fantastische Szene. Also für mich eine fantastische Szene. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Jetzt vielleicht doch zur Kardinalfrage, die hier schon verschiedene Male mitschwankt. Ich habe im Netz gelesen, dass Sie ja den Roman von dem Kehlmann schon 2003, als Goodbye Lenin in die Kinos kam und der Roman erschienen ist, kennengelernt haben. Aber ich glaube, es gab ja auch rechte Probleme. Das hatten Sie ja schon angedeutet. Nee, das kam später. Das kam später. Ich habe den Daniel Kehlmann kennengelernt. Das erste Land, wo wir den Film promotet haben, also der Daniel Brühl und ich, war Österreich. Und da waren wir in Wien beim ORF und hatten in so einer Kultursendung. Und da war der Daniel Kehlmann auch. Der hat dann diesen Roman vorgestellt. Mhm. Wir waren jetzt nicht zusammen in der Sendung, sondern nacheinander, haben uns dann aber danach bei so, ich weiß noch, so ganz schlechten Brötchen mit so Käse, der schon so hochgewelkt war, in der Garderobe getroffen, haben geredet und ich habe gedacht, der Typ, der ist doch gerade mal 23, wie kann der sowas schreiben, wie kann der so reden und so. Weil es gab Zitate in dem Film und wir saßen in dem Beitrag und wir saßen in der Garderobe und konnten das auf dem Fernseher sehen und der hat ja wie geschliffen geredet da. Und da kommt da so ein Jüngelchen da rein und so und ganz ungelenk auch in seiner Körpersprache, aber so ein blitzgescheiter Geist irgendwie. Und da hat er mir das Buch gegeben und ich war dann aber anderthalb Jahre lang in der Welt unterwegs, weil der Film in so viele Länder verkauft wurde und man musste den halt eben dann promoten. Das läuft dann bei deutschen Filmen anders. Die Amerikaner machen immer so Press Junkets und dann kommen die Stars immer für eine Woche und dann ist es das. Aber wir müssen halt eben da richtig in die Ochsentour rein. Und ich habe den dann die ersten... Bitte? Da kommt man rum. Ja, da hat man auch irgendwann genug von, also von dem Rumgang. Ich habe da gedacht, oh, wie muss ein Tennisspieler, wie muss es denen gehen, wenn die aufwachen? Wir wissen gar nicht mehr, in welchem Hotel sie oder in welchem Land sie überhaupt sind. Ich habe dann zwei Kapitel gelesen, fand das sehr interessant, aber dann ist das Buch irgendwie verloren gegangen, ich habe es dann auch vergessen. Und dann, als es mir dann wieder einfiel, aber viel später, waren die Rechte bei einer österreichischen Produktionsfirma sehr lange, die ja immer wieder Optionen verlängert haben und so. Und irgendwann habe ich dann mal den Tipp bekommen von dem Daniel Kehlmann, hat in der Zwischenzeit von Surkamp zu Rowohlt gewechselt und einer von Rowohlt hat mir gesagt, die Rechte sind wieder frei und so. Und so kam das dann. Jetzt, bevor die Leute hier gehen, vielleicht noch ein paar Rückblicke in ihre Vergangenheit. Ihr erster Film war ja Schmetterlinge, wurde ja irgendwie schon erwähnt. Den habe ich damals übrigens auch beim Max-Ophüls-Preis, wo er den Preis des saarländischen Ministerpräsidenten gewonnen hat, gesehen. Ich kann mich aber nicht mehr größer an die Geschichte erinnern, außer es geht um den Tod eines Mädchens. Mhm. Und man weiß, glaube ich, nicht, ob der Junge darin verwickelt ist, das, oder ob das rauskommt, das weiß ich nicht. Was mich aber an dem Film beeindruckt hat, war der Look von diesem Film. Also so dieses, das war schwarz-weiß, soweit ich es noch in Erinnerung habe, ist ja jetzt auch ein paar 20 Jahre her. Und das war vor allen Dingen sehr, es war nicht kontrastarm, sondern sehr kontrastig gedreht. Deswegen die Frage, welche Rolle spielt für Sie der visuelle Look des Films und vielleicht die zweite Frage, der Film wurde ja von Jürgen Jürges, was ja auch so ein gestandener Altmeister des deutschen Films ist, fotografiert. Wieso ausgerechnet der? Also der Look spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Gerade bei dem allerersten Film spielt er eine entscheidende Rolle, weil der spielt fast nur draußen, sozusagen im Grünen. Und dieses ewige Sommergrün hätte den Film in seiner Wirkung wirklich klein gemacht. Das ist ganz schwer zu fotografieren, deswegen war Schwarz-Weiß da richtig. Es hat die ganze Geschichte auch stilisiert. Ich komme ja von der Kamera und deswegen habe ich auch immer sehr klare Vorstellungen davon. Es gibt ja Regisseure und ich...
die machen auch ganz fantastische Filme, die sehen nicht unbedingt Bilder, sondern die sehen eher die Spannungsverhältnisse der Figuren. Und dabei ist es jetzt nicht unbedingt so, dass sie wissen, ob die Kamera so links, rechts, groß oder ein bisschen totaler da steht, sondern die erspüren mehr die Verhältnisse der Leute. Das ist eine andere Art von Filmauffassung. Und die suchen sich einen Kameramann, der einfach stark ist und der sagt, okay, ich finde die richtigen Bilder für dich. Das ist aber quasi dann so, die überlassen das jemand. Das kann ich überhaupt gar nicht. Also weil ich habe, A, brauche ich die Bilder, weil ich auch eine Idee von einem Schnittrhythmus habe. Und ich brauche dann eine Zusammenarbeit mit jemand, der jetzt nicht einfach nur der Operator ist, sondern der schon auf eine ähnliche Art und Weise diesen Stoff sieht. Wenn jetzt jemand kommen würde, würde sagen, ich möchte ihn gerne hartkontrastig drehen, der sagt aber, nö, ich würde das gerne so absolut High-Key-mäßig haben, dass alles so helle Farben sind und so, würde ich schon gar nicht zusammengehen. Mhm. Und ich bin halt eben mit dem Martin Kukula, der hat schon Schmetterlinge gedreht, mit dem bin ich zusammen gewachsen, wir haben alle Filme gemacht, wir haben uns eigentlich quasi nonverbal verstanden. Und mit Jürgen Jürges hatte ich einen, innerhalb dieser 12 Jahre, einen relativ aufwendigen Kurzfilm gemacht, Krankes Haus hieß der. Und da war er einer von 2 Kameraleuten und wir haben uns da einfach sehr gut verstanden. Und das war irgendwie naheliegend, weil das sollte eine sehr klassische Fotografie sein, sehr lichtstimmungsvoll. Und das beherrscht er halt eben. Ich kannte gerade auch keinen anderen, deswegen hatte ich ihn gefragt, ob er das macht. Und es war eine sehr feine Zusammenarbeit, weil das einfach ein wirklich gestandener und sehr, also ein extrem unaufgeregter Mensch ist. Es macht einfach Spaß, mit dem zu arbeiten. Mhm. Er hat auch eine sehr hohe Akzeptanz im Team, weil er eine extreme soziale Kompetenz auch hat. Also. Der Krankes Haus war ja Bestandteil eines Episodenfilms, genau. In Deutschland 09, der mal auf der Berlinale lief. Sie haben ja auch an der DFFB studiert. Bringt einem das wirklich was als Filmemacher, frage ich jetzt mal. Ich meine, früher haben gestandene Filmregisseure Regie geführt, ohne dass sie eine Filmschule besucht haben. John Ford zum Beispiel ist auf keine Filmschule gegangen. Ja, aber für die damalige Zeit ist das, John Ford hat aber auch irgendwann die Möglichkeit bekommen, dann tatsächlich auch mit Equipment und Material zu drehen, nicht? Also zu der Zeit, als ich angefangen habe, gab es halt eben nicht dieses demokratische Filmemachen über irgendwelche kleinen HD-Kameras oder so, was sich heute jeder leisten kann eigentlich. Sondern man brauchte eine Filmkamera, die war sehr teuer, die zum Mieten kaufen konnte man die gar nicht. Filmmaterial war sehr teuer, das Schneiden brauchte man speziell einen Schneidetisch für Schneideräume und so weiter. Das war einfach, wenn man nicht keine reichen Eltern hatte, war das nicht zu finanzieren. Und ich habe die Filmschule, weil ich hatte, das war für mich nicht die erste Ausbildung, sondern ich hatte vorher ein abgeschlossenes Studium gemacht an der FU. Und es war was ganz Neues, was ich da gemacht habe. Und ich habe das auch nicht so verstanden, dass ich mich da hinsetze und sage, so, jetzt bringt mir mal bei, wie man Filme macht. Sondern ich habe gedacht, Akademie heißt ja ein Ort, wo man miteinander diskutiert. Und das heißt nicht, es ist halt keine Schule. Es ist in dem Namen ja schon drin. Und ich habe das einfach als einen guten Ort für autodidaktisches Lernen immer gesehen. Mhm. Und ich war eben sehr an Kamera interessiert und war der Einzige in meinem Jahrgang. Die anderen 17, waren immer 18 in einem Jahrgang, waren alle Filmemacher. Und die haben halt eben dann vielleicht einen Film pro Jahr gekriegt. Ich habe aber dann 5, 6 pro Jahr gedreht für die und hatte dann also relativ schnell auch viel mehr Praxis und war viel mehr Set-Erfahrung und habe dann auch über Dozenten, zum Beispiel Michael Ballaus, der hatte ein Seminar gegeben, der hat mich dann gefragt, hast du nicht Lust, als zweiter Kameraassistent mitzukommen? Dann wurde ich plötzlich erster Kameraassistent und kam wirklich auch, habe dann Urlaubssemester genommen und kam dann wirklich auch so in das praktische Arbeiten rein. Es war früher viel mehr geschlossene Gesellschaft als heute, die Filmcrews da. Also insofern war das ganz wichtig und ich habe einfach durch Glück gute Kommilitonen gehabt, also einige wenige, aber und auch ein paar gute Lehrer gehabt. Ishwan Szabo war für mich ein fantastischer Lehrer. Man kann auch das Pech haben, dass so jemand dann nicht da war. Ich hatte auch Fred Zinnemann, der berühmte 12 Uhr mittags High Noon. Fred Zinnemann hat bei uns Seminar gemacht. Wir hatten russische also aus der Sowjetunion noch Edem Klimov zum Beispiel, die 14 Tage lang Seminar gemacht haben, die fand ich alle wahnsinnig, was überhaupt mitzubekommen, wie die Filme drehen und so weiter, was für Beispiele die gezeigt haben. Insofern, das hätte ich nicht woanders bekommen. Insofern war das schon wichtig. Ja. Und nachdem haben Sie Kinderspiele gedreht, das ist so eine Jugendgeschichte in den 60er Jahren. Das ist eine sehr autobiografische Geschichte. Einen sehr autoritären Vater von Burkhard Klausner dargestellt, der ja dann auch in Goodbye Lenin mitspielt. Da ist das Drehbuch
geschrieben. Sie arbeiten ja auch immer viel mit Autoren zusammen. Da würde mich mal interessieren, wieso die Zusammenarbeit ist. Und was mich auch interessieren würde, wie, also das ist jetzt autobiografisch, insofern erübrigt sich das schon, weil ich wollte gerade fragen, wie kommen Sie auf Ihre Stoffe? Die meisten sagen dann immer auf die Frage, die Stoffe finden mich. Ist das bei Ihnen auch so? Naja, also es ist so mühselig, zu Stoffen zu kommen. Also wenn das nicht so mühselig wäre, gäbe es die 12 Jahre nicht. Also das ist auch wieder einer der Gründe, weil es war jetzt nicht so, dass ich 12 Jahre lang gedacht habe, ich habe keinen Bock, Filme zu machen oder ich bin irgendwie zu faul oder irgendwas, sondern ich habe einfach nicht den richtigen Stoff gefunden. Und ich habe das, irgendwann kommen sie dann zu einem, ich verstehe dieses Bild, aber es ist nicht so, dass man sich hinsetzt und wartet und dann kommt so ein Stoff zu einem. Ja. Die Zusammenarbeit mit den Autoren ist bei jedem Autor anders. Das ist leider auch so, dass man muss sich sehr an, Autoren sind merkwürdige Vögel, man muss sich dann irgendwie sehr an die adaptieren. Also das ist aber auch interessant. Glaube ich. Das Leben ist eine Baustelle, um das jetzt durchzuhecheln, der dritte Film mit Tom Tückwer, das Drehbuch geschrieben. Der ist kein merkwürdiger Vogel, aber... es ist ja so, wenn man einen Film vor 20 Jahren gesehen hat und dann mal wieder sieht, ich habe den gestern noch mal angeguckt, das Leben ist eine Baustelle, für die, die ihn nicht gesehen haben, ist ein echter Hammer, finde ich, ein ganz toller Film, auch ein quasi Film, der das Zeitgefühl in den 90er Jahren in Berlin so zum Ausdruck bringt, mit einem ganz tollen Jürgen Vogel, Christiane Paul ist dabei. Das war auch der erste Film ihrer quasi Produktions... Zweite. Der zweite, der erste war Stille Nacht? Genau. Ja. Okay. Zwei Fragen schließen sich an. Wie darf man sich die Zusammenarbeit von Ihnen vier oder fünf vorstellen innerhalb von X-Filme? Und Sie haben mir vorhin erzählt, gerade dieser Film hat ja nicht nur Bewunderung nach sich gezogen, sondern auch in einem Artikel heftige Kritik. Wie verkraftet man das, wenn quasi sein Baby verrissen wird? Wie ist Ihr Verhältnis zur Filmkritik? Fragen. Also, um vorne anzufangen, das ist sehr unterschiedlich, die Arbeit. Also wir sind ja drei Regisseure, davon sind zwei auch Autoren, die für sich alleine ihre Bücher schreiben. Ich bin immer nur der Co-Autor, aber ich bin kein guter alleiniger Schreiber. Ich glaube auch daran, dass ich immer mit einem Autoren weiterkomme, als ich alleine kommen würde. Und wir haben einen Produzenten, den Stefan Rahn. Das ist sozusagen, das sind die vier Gesellschafter von X-Filme. Und die Zusammenarbeit ist sehr unterschiedlich. Das ist auch, es hängt immer davon ab, wer hat jetzt gerade Zeit. Für mich ist von der kreativen Seite her Tom der Wichtigste. Weil wir sind, wir schaffen es, uns heftig zu kritisieren, also so uns in den Haaren zu liegen, ohne uns die Frisur kaputt zu machen, wie die Engländer so schön sagen. Also und Tom ist auch immer jemand, der bei mir wirklich dann, der sagt dann, okay, hau ab aus dem Schneideraum, setz mich 2 Tage hin und ich kürze den Film runter. Ich komme dann dahin und denke, wie, was, das hat der jetzt rausgeschmissen, das kann doch nicht wahr sein. Man ist wirklich richtig schockiert darüber. Aber diese Provokation ist gut, weil man, das dauert eine gewisse Zeit, bis man diesen Schock überwunden hat, aber die Provokation ist halt eben so, dass man sagt, okay, ich muss jetzt aber auch irgendwie einen ganz starken Grund finden, zu sagen, das ist doch so wichtig. Und man kann sich da nicht mehr in die Tasche lügen. Und man kann ihm auch nicht in die Tasche lügen. Wir haben das auch umgekehrt. Ich habe zum Beispiel bei seinem Film Winterschläfer, den ich immer sehr mochte, habe ich ihr auch 20 Minuten gekürzt. Da war er auch absolut geflasht worden, was ich da alles rausgeschmissen habe. Er hat dann 18 Minuten gelassen, hat nur 2 Minuten wieder reingetan. Also es ist dann doch so, dass man sagt, okay, und da macht das dann Spaß, so zu arbeiten. Obwohl das auch schwierig ist. Also es ist wirklich so dieses Kill Your Darlings, wie man so schön sagt, das ist wirklich wie Warten durch Blut. Da steht so hoch das Blut im Schneideraum und dann denkt ihr, oh, ist das schrecklich. Und so, für mich immer die schrecklichste Phase überhaupt beim Film. Das ist zum Beispiel, das habe ich mit Dani nicht, aber mit Dani kann ich auch ganz gut schreiben. Wir haben also ein Projekt,
Wobei Dani nicht derjenige ist, der gerne mit mir zusammen am Schreibtisch sitzt. Der schreibt mir mal lieber alleine und trifft sich dann und dann redet man darüber. Mit Tom ist es zum Beispiel so, wir haben uns wie zwei Beamte getroffen, genau gegenüber. Und das war immer so, der klappert ja schon wieder, so, jetzt muss ich auch mal klappern und so. Man kann da nicht da rumsitzen und wenn der andere da auf seinen Tasten rumklappert, muss man auch irgendwas schreiben. Und abends war es dann so, die Verabredung war, heute Abend haben wir 3 Seiten fertig, du gibst mir deine 3, ich gebe dir meine 3 und so. Und das war so, ist immer sehr heilsam, das zu haben. Ah, das ist bei jedem anders. Nächste Frage, Leben ist eine Baustelle, hatte Weltpremiere bei der Berlinale, glaube ich, war das 1997. Und da erschien, was eigentlich sehr unüblich ist, einen Tag vor der Premiere im Tagesspiegel, das ist also so die wichtigste, was Feuilleton betrifft, die wichtigste Zeitung in Berlin, ein Artikel von Helmut Karasek, kennen wir alle, und der hat den Film verrissen. Und ich fand nicht wirklich das gut, was er geschrieben hat, aber ich fand es ein Unding, dass er das einen Tag vor der Weltpremiere gemacht hat. Das ist also sozusagen, das macht man nicht. Das ist so ein No-No. Aber da fing es dann aber so an, dass Journalisten sich an bestimmte Vereinbarungen nicht halten. Man zeigt ihnen den Film eine gewisse Zeit vorher, damit sie Zeit genug haben, ihren Artikel zu schreiben. Sie unterschreiben aber sozusagen eine Verpflichtung, dass sie den Artikel nicht vor einem bestimmten Datum in die Zeitung bringen. Und wir haben das überlebt bei, wann war das, glaube ich, bei 3 von Tom Tykwer, da hat Frau Nicodemus von der Zeit eine Woche vorher den Artikel veröffentlicht, hat den Film auf eine böse Art und Weise verrissen. Das war wirklich ein sehr hämischer Artikel. Und das sind dann so Punkte, wo ich dann sage, nee, das finde ich nicht mehr in Ordnung und so weiter. Wenn ihr schon irgendwie ein privates Problem habt und so weiter, agiert es auf eine andere Art und Weise, aber verhaltet euch wenigstens fair. Nicht? Also die Amerikaner machen das auch nicht mehr. Die Amerikaner sagen, ihr kriegt den Film eine Woche vorher zu sehen. Und da stehen sie alle, die ganzen Kritiker, so mit der Hände an der Hosennaht. Aber den deutschen Film, da wollen sie es dann 6 Wochen vorher sehen und machen es dann halt eben, also eine Filme, die vom Feuilleton leben auch, die werden halt eben dann durch einen Artikel, der auch frühzeitig erscheint, weil die Zeit lesen viele Leute, wird der kaputt gemacht. Ich hatte jetzt auch ich habe ja bei dem Film überwiegend gute Kritiken bekommen. Eigentlich kann mich jetzt gar nicht großartig beschweren. Wobei man auch mal erstaunt ist, wofür man eine gute Kritik bekommt oder wie die begründet wird. Also manchmal ist es so, dass ich habe eine Situation gehabt bei einem Film, da ist mir eine Szene so richtig misslungen. Ich habe die ganze Zeit im Schnitt damit gekämpft. Und diese Szene hat der Kritiker zum Zentrum gemacht für eine absolut hymnische Kritik. Und da habe ich gedacht, es ist also völlig falsch, weil der muss das doch sehen, dass diese Szene überhaupt nicht funktioniert. Also man fühlt sich manchmal, man kriegt auch positive Meinungen, die man aber gar nicht haben will, weil sie stimmen dann auch in dem Punkt. Mhm. Es gab jetzt bei Ich und Kaminski gab es jetzt eine in der Zeit, eine in der Printausgabe, einen hymnischen Artikel, Meisterwerk, in der Zeit Online-Ausgabe, einen kolossalen Verriss. Ja, ja. Und von jemand, der aber gar kein Filmjournalist ist, sondern jemand, der alle Bücher von Daniel Kehlmann als Buchkritiker immer in Grund und Boden schreibt und jetzt auch gesagt hat, okay, jetzt nehme ich auch die Kehlmann-Verfilmung und schreibe die in Grund und Boden und so weiter. Ich habe das mal nachgelesen, die alten Kritiken, die geschrieben hat über die Kehlmann-Bücher, weil er einfach gesagt hat, die hat eben wieder ein anderes Problem, was sie da abagiert und so weiter. Keine Ahnung was, aber das ist dann, man denkt, das kann nicht wahr sein. Das ist eine und die gleiche Zeitung, das sind ja nur zwei verschiedene Redaktionen, so unterschiedliche Artikel schreiben, nicht? Aber es ist in gewisser Weise, mein größtes Problem, um nochmal auf die Filmkritik zu kommen, liegt darin, dass die deutschen Filmkritiker dem amerikanischen Mainstream-Film alles durchgehen lassen. Oftmals sind die Filme, die gucken sie sich erst gar nicht an oder sie sind völlig immun dagegen. Und beim deutschen Film wird einfach unglaublich schnell draufgehauen. Und das hat sehr viel mit so einem deutschen Selbsthass zu tun oder mit so einem echten Identitätsmangel als Deutscher. Und das findet man, ich kenne das noch aus meiner Studienzeit und so weiter, man findet das oft bei Akademikern, bei Intellektuellen und so weiter, die alles, was irgendwo aus China kommt, oder irgendwie japanischer Film, da schwärmen die alle und so weiter. Sobald ein deutscher Film kommt, dann sagt man irgendwie, oder anderes Beispiel, warum hat es in den 70er und 80er Jahren bei so vielen tollen Musikern nie wirklich einen deutschen guten Pop-Rock gegeben? Wieso ist der Krautrock überhaupt entstanden? Ich glaube, der Krautrock ist auch eine Antwort oder eine Folge von dieser Verkopfung,
die auch da ist, die aus so einem Identitätsproblem heraus entsteht. Und ich finde auch viele Filme, die zu der Zeit gedreht worden sind, zeigen dieses Problem. Erst jetzt ist so eine Jugend da, die sich davon befreit. Jetzt haben wir eine ganz andere Pop-Kultur. Da ist auch viel Schrott dabei oder vieles, was mir nicht gefällt, will ich sagen Schrott, aber es sind halt eben auch viele sehr interessante Sachen dabei. Mhm. Es gibt auch viele junge Filmemacher, die nicht mehr diese in diesen Kategorien Kollektivschuld und so weiter, Selbsthass und so weiter denken. Mhm. Aber unter den Kritikern findet man da sehr viele. Ja, es ist natürlich bei der Filmkritik so, das darf man ja auch nicht vergessen, zu Zeiten des neuen deutschen Films, da gab es ja so etwas wie einen Schulterschluss. Mhm. Das ist ja jetzt irgendwie nicht mehr so. Also es hat sich alles schon irgendwie deutlich differenziert. Also ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es jetzt von Seiten der Filmkritik eine Aversion gegen den deutschen Film gibt. Also das glaube ich eigentlich mitnichten. Das ist dann punktuell so, manche mögen das, manche mögen was anderes. So. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Ja, aber man darf ja auch nicht vergessen, es wird natürlich auch gefördert. Die Berlinale zum Beispiel will ja, dass in den Zeitungen, wenn der Film am Abend läuft, morgens in der Zeitung was steht. Also müssen sie das vorher zeigen. Wenn man wirkliche Premieren will, dann muss man den Film mal zurückhalten. Die Berlinale ist ein wunderbares Beispiel, dass ein und der gleiche Film bei der Premiere, also nach der Aufführung bei der Berlinale, gänzlich anders besprochen wird als vom gleichen Kritiker dann 2 oder 3 Monate später beim Kinostart. Ja, vielleicht es gab zum Beispiel, als Goodbye Lenin auf der Berlinale gelaufen ist, gab es einen kollektiven Schulterschluss aller Berliner Kritiker, die den Film in Grund und Boden geschrieben haben. Es gibt ja mal diesen Kritikerspiegel und der Film war der allerletzte unten. Das war der letzte Dreck. Und die haben sich alle so kolossal geirrt bei dem Film. Und es gab nur einen, der dann ein Jahr später, der Schulz-Ojala vom Tagesspiegel, der dann gesagt hat, okay, jetzt müssen wir mal sagen, wir haben uns alle ganz kräftig geirrt und müssen eigentlich uns mal entschuldigen dafür. Aber ich weiß halt eben auch, woher das kommt. Das ist halt eben auch eine bestimmte Clique, die hängen auch zusammen und so weiter. Da gibt es bestimmte Erwartungshaltung. Und da waren halt eben einige Leute dabei, die kamen halt eben aus der DDR und maßten sich dann eine gewisse Deutungshoheit an und haben mir das als Wessi oder dem Co-Autoren als Wessi einfach abgestritten und haben gesagt, letztendlich haben wir uns einen viel eskapistischeren Film gewünscht und so weiter. Das kam dann bei späteren Gesprächen raus. Aber das hatte wirklich nichts damit zu tun, wie dann das Publikum den Film, und das ist ja nicht irgendwie jetzt eine Komödie alle Fuck you Goethe oder sowas, obwohl er die Zuschauerzahlen hat. Also das ist ja ein Film, einer der wenigen Filme, der es geschafft hat, wirklich durch die ganze Welt zu gehen. Und das hat dann ja einige Leute auch ins Grübeln gebracht. Also muss ja doch was anderes da gewesen sein, was sie nicht gesehen haben. Und ich glaube, der Blick war da einfach verstellt, weil man sich vorher in trauten Runden dann auch darüber geeinigt hat. Jetzt sind wir ja schon. Wir haben ja, glaube ich, damals sehr gelassen und cool drauf reagiert, aber konnten wir auch, weil der Film wurde parallel dazu auf dem Markt verkauft in alle Länder und hat man gedacht, naja, kann man schon ein bisschen breite Schultern haben. Ne? Jetzt sind wir auch schon beim vierten Film, Goodbye Lenin, dann machen wir gleich Schluss und gehen dann auf Sie über. Dazu auch 2 Fragen. Die erste, ist das nicht auch eine Hypothek, die auf einem lastet, wenn man einen so erfolgreichen Film gemacht hat? Ja, aber nicht in dem Maße, wie sich die Leute das vorstellen oder wie sie das vielleicht meinen. Es ist die Hypothek nicht darin, dass man jetzt sich selbst unter den Zwang setzt, einen ähnlich erfolgreichen Film zu machen. Oder beweisen zu müssen, dass es halt eben jetzt nicht eine Eintagsfliege oder sowas war. Weil das hatte ich auch davor schon gezeigt, dass ich einen Film machen kann. Sondern das, was einen, man wird einfach weggespült von dem Ort, wo man ist, durch so einen Erfolg. Ich habe das immer mit diesem Tsunami-Beispiel genannt, weil plötzlich kommt so eine Welle auf einen zu, die knallt einen so ins Inland rein, dass man überhaupt gar nicht mitgerechnet hat. Und man ist wirklich echt durcheinander gewirbelt. Anderthalb Jahre wie eine Flipperkugel über die Welt geschossen zu werden, das muss man erstmal gemacht haben, um zu wissen, was das bedeutet. Und dann kommt man nicht einfach zurück und ist einfach wieder da, wo man weggegangen ist. Und es hat sich vieles verändert und es ist alles ganz anders geworden und so. Und man hat sich selbst auch ein bisschen verändert. Und wenn da jetzt ein Projekt da gewesen wäre, gleich ein Anschlussprojekt, entweder eins wäre mir angeboten worden oder es wäre von mir eins da gewesen, hätte sich das sicher anders dargestellt. Aber weil das im Moment nicht da war und weil ich letztendlich auch etwas hatte, was ich doch gar nicht kannte. Mir hat jemand in Amerika dann bei der Promotion gesagt, du hast einen Burnout. Den Ausdruck hatte ich noch nie gehört. Aber ich hatte etwas, wo ich den Begriff noch gar nicht von kannte. Mittlerweile weiß ja jeder, was ein Burnout ist. Und das war anscheinend auch so. Also mich hat dann auch vieles nicht mehr interessiert. Ich finde auch teilweise die Filmbranche eine sehr anstrengende und sehr
schreckliche Branche. Und es gibt auch viele Menschen, die ich da nicht gerne treffe. Ich fühle mich auf roten Teppichen nicht wohl, ich fühle mich auch auf Partys nicht wohl. Ich stehe da eben, also ein wunderbares Beispiel, ich war mal auf einem Festival und da habe ich dann auch wahrscheinlich so ein bisschen wie Falschgeld rumgestanden und dann kam der Festivalchef zu mir und sagte, ich habe das jetzt hier gemacht, damit die Leute zusammenkommen und sie irgendwie Kontakte miteinander knüpfen und so, du stehst die ganze Zeit hier nur rum und so, jetzt musst du mal mit jemandem reden und da sage ich dann so eine Frau und sagt, ach, rede ich doch mal mit der, aber so, was hast du denn für einen Film? Und hat die gesagt, ich bin hier die Bedienung. Das ist halt eben, so geht es mir dann halt in solchen Situationen. Ich bin da nicht so gut drin. Es wurde dann später besser, aber es ist nicht so, dass ich bin auch kein guter Netzwerker und so. Ich finde es auch wirklich teilweise eine problematische Branche. Und ich kenne viele Leute, die nur Leute aus, also Leute, die in der Filmbranche sind, die auch nur Freunde aus der Filmbranche haben. Und ich habe nur sehr wenig Leute aus der Filmbranche. Ich arbeite mit einigen zusammen, ansonsten habe ich sehr viele Leute, die ganz normale, gute Berufe ausüben. Ja, meine letzte Frage betrifft nämlich auch, wie soll ich sagen, Ihr Verhältnis zu anderen Menschen. Also wir haben in unserem Archiv noch das Presseheft zu Goodbye Lenin. Das habe ich noch irgendwie gefunden. Und da gibt es ein Interview, also das Presseheft ist das, was die Journalisten kriegen, damit sie eben Material an der Hand haben, Filmografien. Und da gibt es auch ein Interview und das Interview ist mit Katrin Sass, die da die Mutter spielt. Und sie sagt über sie, er, also Wolfgang Becker, ist so voll dabei, bringt sich immer 100% ein, das klingt ja noch gut, dass er dabei die Schauspieler vergisst. Da ist er fast brutal und weicht nicht ein Stück von seiner Meinung, wie etwas auszusehen hat, ab. Wenn man Vorschläge hatte, ließ er sie abprallen. Also das ist jetzt nicht irgendwo hergezogen, das steht da drin. Wie arbeiten Sie mit Schauspielern? Das Presseheft kommt ja von dem Verleih, also quasi von uns selbst raus. Und Sie würden sowas, Sie würden so etwas in einem amerikanischen Presseheft nie finden. Nee. Sie würden, Katrin Sass hat etwas Ähnliches, aber ein bisschen, sagen wir mal, differenzierter auf dem, in dem Making-of zu Goodbye Lenin gesagt. Und das ist auf der DVD mit drauf. Das würden Sie auf keiner amerikanischen DVD jemals finden. Da sind nur, also als Making-of, da sind immer nur Leute, die sagen, oh, it was so great to work with him. Oh, he's such a great guy. He knows exactly what he wants. Und dann geht es immer so reihum. Jeder lobt den anderen so in der Reihe weiter. Es geht mir so auf den Keks, weil das stimmt einfach nicht. Die sind alle miteinander verfeindet und haben Riesenprobleme und Ego-Schweine dabei ohne Ende. Man weiß das von Kollegen, die bei den Filmen mitmachen. Das ist alles eine große Lüge. Und deswegen mache ich das immer so. Und es wird bei dem, wir sind gerade dabei, die DVD für diesen Film vorzubereiten, dass ich die Redaktion abgebe an Leute, die halt eben, sagen wir mal, einigermaßen neutral journalistisch arbeiten und sage denen, jeder hat das Recht zu sagen, was er sagen will und dann wird das auch von mir nicht und auch nicht, ich lasse auch nicht zu, dass die Produzenten das dann irgendwie beschneiden. Das ist aber immer auch aus einer Situation herausgesagt, die oftmals sehr dicht noch an dem Dreh dran ist. Wenn Sie Katrin Sass heute fragen würden, würden Sie sicher was anderes sagen. Ja, sie nennt sie aber es, auch es gab Situationen, da bin ich unaufmerksam. Ja, wir sind alle unaufmerksam. Und ich bin, obwohl ich jetzt versuche, aufmerksam zu sein, bin ich in manchen Situationen einfach nicht aufmerksam. Und ich finde, manche Sachen, die Schauspieler irgendwie fragen oder die wichtig finden, finde ich jetzt gerade im Moment nicht wichtig. Weil es Regie zu machen, heißt nicht den ganzen Tag nur mit Schauspielern rumzumachen, sondern sind tausend Leute hinter einem, die immer sagen, du musst da fertig werden, du musst das machen. Das ist wirklich ein großer Druck da. Und je mehr Geld da ist, desto größer wird der Druck. Das heißt, man muss die ganze Zeit auch zusehen, dass es wie eine Party ist, wo alle sich wohlfühlen, aber das schafft man auch nicht auf jeder Party. Es gibt immer einen dabei, der fühlt sich dann nicht so wohl. Und ich weiß, dass sie bezog das da auf ein oder zwei Drehtage, wo ich dann auch so einen Ausraster bekommen hat und so. Das braucht man manchmal auch, weil ich nicht darauf eingegangen bin, was sie da gesagt hat. Ich fand das auch nicht wirklich erheblich, weil ich wusste, das Licht geht weg, wir müssen das jetzt hier drehen. Und wenn ich jetzt ja noch mit ihr drüber diskutiere, weil ich hasse es dann am Drehort zu diskutieren. Man macht es einfach oder man lässt es. Also dieses ewige Laber und zwar, das bringt überhaupt nichts. Das sind diese Leute, die nur hier von da bis hier oben spielen und den Rest des Körpers vergessen. Das sind diese Kopfschauspieler und manchmal neigte sie dann auch dazu, Sachen einfach zu sehr zu, ich habe gesagt, mach's einfach, Geste, spiel's einfach, sei's einfach und so und nerv mich nicht damit, weil wir müssen es jetzt, das ist dann auch so hart, wie es dann ist und so. Und da hat sie dann ohne weiteres Recht, dass ich dann auch verletzend sein kann und unaufmerksam sein kann.
Das heißt aber nicht, dass, also es geht ja auch nicht darum, dass wir am Ende des Films dicke Kumpel sind und beste Freunde. Muss ja auch nicht sein, genau. Es geht darum, der, da sagt immer so schön, der, der Schmerz geht, der Film bleibt. Ne? Und das war doch gut. So. Vielleicht, wenn Sie noch Fragen haben oder einen Kommentar abgeben wollen, wäre dafür jetzt die richtige Zeit. Geben Sie mir ein Zeichen und ich komme mit dem Mikro zu Ihnen. Auch wenn das jetzt abschreckend wirken mag. Da oben, jawohl, genau in der anderen Ecke, das ist natürlich klar. Ich fand das sehr interessant zuzuhören über die Filmkritik, wie Sie da geredet haben. Meine Frage ist eigentlich nur die, was für einen Einfluss, was für eine Macht sprechen Sie der Filmkritik tatsächlich zu, dass ein Film mit ihr steht und fällt? Kann sicher auch davon abhängen, was für eine Art Film das ist, ob das jetzt ein groß angelegtes Marketing ist oder eher was Kleines, aber das würde mich mal interessieren. Also die, das hängt immer sehr stark von dem Film ab. Wenn es also ein wirklich... muss dazu sagen, ein amerikanischer Blockbuster-Film geht mit der Hälfte seines Produktionsetats in die Werbung rein. Wenn ein Film für 300 Millionen gedreht wird in den USA, dann wird er mit 150 Millionen beworben und in die ganze Weltmarkt reingedrückt. Das ist ein Geld, das können wir uns unmöglich leisten. Wir haben diese Verhältnisse auch gar nicht, nicht mal im Kleinsten. Das heißt, diese Filme sind oftmals dann auch so, was ich rein kommerziell oder vielleicht auch so uninteressant für Kritiker, die jetzt für Feuilleton schreiben, dass sie gar nicht auf sich mit solchen Filmen überhaupt abgeben. Deswegen gehen die einfach durch und die sind dann halt eben, werden beworben auf der Verpackung vom, vom Big Mac und so weiter und auf irgendwelchen, was weiß ich, anderen Wegen. Man macht den, geht ins Internet rein und überall blinkt irgendwo die Werbung auf von dem Film, der jetzt gerade kommt. Wir sehen es jetzt gerade mit James Bond, der ist überall da. Das ist halt eben diese Werbemacht, die da ist. Bei James Bond geht man immer noch drauf ein, aber es gibt genug andere Filme, da gehen diese Feuilleton-Kritiker nicht drauf ein. So ein Film wie John Kaminski lebt schon sehr stark davon, dass weil der ein anderes Zielpublikum letztendlich auch hat. Er zieht schon auf die Leute, die frustriert sind vom Kino, die einfach vom Kino noch etwas anderes erwarten als einfach nur ein großes Jahrmarktsvergnügen und Ballerei und Action und so weiter, die wirklich noch eine andere Vorstellung haben, die, die Best Ager, wie man das heute nennt, oder die Silbernacker, wie man es immer nennen will, also die Leute, die ja auch häufig ins Kino gehen, die sagen, wir kennen noch die Filme der 70er Jahre, wir wissen noch, dass es so etwas gibt wie eine cineastische Kunst. Das geht ja mehr und mehr verloren. Wir haben ja mehr und mehr wirklich nur Popcorn-Vergnügen eigentlich. Also was jetzt die Menge anbetrifft. Es gab immer diese Unterhaltungsfilme, die waren auch immer wichtig, waren auch für die Kinobetreiber immer wichtig. Ich will es jetzt gar nicht kleinreden. Aber für manche Filme ist dann, und da gehört dieser ganz sicher dazu, ist dann diese klassische Filmkritik noch sehr wichtig. Weil es ist nicht unbedingt ein Film, der jetzt auf die 20-Jährigen abzielt, die dann irgendwie über irgendwelchen Internet-Nerds oder YouTube-Nerds den Film bewerben. Nicht? Und da kann eine Kritik in der richtigen Zeitung zum falschen Zeitpunkt einen Film wirklich echt beschädigen. Und das wissen die Leute auch. Und sie, ich finde, sie sollten diese Verantwortung, wie teilweise sind diese Kritiken richtig hingerotzt oder man kann auch sagen, sind einfach, sie leben davon, dass sie halt eben aus der Position der Häme herausgeschrieben worden sind. Und viele Leute kommen, laufen auch sprachlich und stilistisch zu einer hohen Form auf, wenn sie die Häme bedienen. Das ist dann so, viele Leute haben den Film gar nicht gesehen, aber lachen halt eben schon, weil es halt eben dann doch viele Bonbons drin sind und man sich über den Film halt eben irgendwie auf eine böse Art und Weise drüber hermacht. Und das bestätigt halt eben auch viele Vorurteile, dass der deutsche Film sowieso scheiße ist. Und ich finde, diese Verantwortung sollten diese Leute ein bisschen ernster nehmen. Denn wir arbeiten teilweise Jahre an so einem Ding und ich habe immer das Gefühl, die rotzen das irgendwie in 2 Stunden in einer Nacht runter. Die müssen ja mal in so Pressevorführungen gehen, in Berlin in die Kinos. Die einen kommen gerade aus der Kneipe raus, die anderen sehen aus wie frustrierte Lehrer und so weiter. Man geht dann dahin und denkt, irgendwie, das sind jetzt die Leute, die Filmkritiken schreiben. Das ist wirklich, ich weiß, EPD-Mann guckt jetzt gerade hier ein bisschen böse. Ich hab meine Tochter mal, die wollte mal wissen, wie das ist. Und da habe ich gesagt, geh doch einfach mal in eine Pressevorführung ins Delphi. Guck's dir mal an. Da waren dann irgendwie, also bei Pressevorführung in Berlin, da waren irgendwie 50 Kritiker da. Die gesagt, das sind die Filmkritiker?
da waren ja welche, die haben sich nicht mal die Zähne, die kamen gerade aus der Kneipe und die sind nicht mal die Zähne geputzt und so. Und die anderen sahen aus wie die Lehrer aus meiner Schule, die völlig frustriert sind und so. Das hat sie mir genauso beschrieben. Ich sehe das auch manchmal. Und ich finde, das war mal zu Wolf Donners, das wird Ihnen wahrscheinlich nichts sagen. Wolf Donner war mal ein Filmkritiker. Das waren Leute, die wirklich sich kritisch mit einem Film auseinandergesetzt haben. Das heißt, sie haben ihn in einen Kontext gestellt. Das ist immer das Wichtigste. Sie haben ohne weiteres hart über den Film geschrieben, aber sie haben nie irgendetwas wie Häme oder persönliche Bemerkungen oder so etwas benutzt. Und sie haben es vor allen Dingen immer in einem Zusammenhang gesehen. Das war nicht so Befindlichkeitsschreiber. Weil es interessiert mich nicht, ob diesem Journalisten jetzt dieser Film gefällt oder nicht, oder ob das der Film ist, den ich jetzt an dem Morgen sehen wollte. Darum geht es nicht. Wenn man als Filmkritiker sollte man nicht von seiner eigenen Befindlichkeit ausgehen. Aber das machen viele. Ich hoffe, die Frage war einigermaßen konkret beantwortet. Aber vielleicht daran anschließend auch die Frage, wo wir jetzt über Filmkritik und auch über Branche schon viel erfahren haben. Das ganze Format heißt ja, was tut sich im deutschen Film? Wie nehmen Sie denn die aktuellen deutschen Filme wahr? Sehen Sie viel? Und wenn ja, was interessiert Sie daran gerade im Moment? Oder sagen Sie, das ist tatsächlich auch, das schlechte Image ist irgendwie berechtigt? Wenn man so in dem Film, in der eigenen Produktion drinsteckt, ist kaum Zeit, da andere Filme zu gucken. Das ist tatsächlich so. Ich komme kaum hinterher, die Filme zu gucken, die ich gucken müsste für den Deutschen Filmpreis, weil da kriegen wir mal eine ganze Box zugeschickt und so weiter. Das wird jetzt alles in nächster Zeit passieren. Ich bin jetzt gerade nicht unbedingt auf der Höhe. Ich habe einige Filme gesehen, aber jetzt nicht wahnsinnig viele. Und ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die jetzt einfach, der deutsche Film steckt wirklich in einer echten Krise. Aber das Kino generell steckt in einer Krise, in der größten Krise, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das sage, steckt das deutsche Filmpublikum. Das sehe ich einfach nur an den Zahlen, die manche Filme machen. Wenn wirklich Leute meiner Generation, die mal cineastische Interessen hatten, in Millionengröße in Filme wie Fuck You Goethe 1 oder Fuck You Goethe 2 reinrennen und andere Filme überhaupt gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen, dann zweifle ich daran. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dann haben wir auch ein Publikum verloren. Und wenn man ein Publikum verloren hat, dann liegt es natürlich in gewisser Weise auch an uns. Es sind also zwei Sachen. Es ist eine Zeitströmung, weil das Kino eigentlich immer unwichtiger wird. Es war sowieso, in den 70er Jahren durfte es mal in der bürgerlichen Kunst ein bisschen schnuppern. Ansonsten war es immer sowieso eine Babakunst, nicht? Es war sowieso immer näher beim Varieté und beim Rummel, als es bei den klassischen bürgerlichen Künsten war. Und Fernsehen spielt auch eine ganz zentrale Rolle. Ich habe das bei dem Film gemerkt, wie schwer es ist, den Film zu finanzieren. Ich hatte mir das wirklich leichter vorgestellt, auch gerade nach dem Erfolg, den ich hatte, das mir leichter vorgestellt. Es ging einfach darum, dass immer gesagt wurde, es sind zwei negative Figuren, das will keiner sehen. Als ob die ganze Welt nur aus positiven Figuren besteht. Die Filmgeschichte ist allerdings mit den besten Filmen voll von zweifelhaften Figuren. Da fange ich mal bei Sophokles an und gehe mal über Shakespeare weiter. Also sowas wie Macbeth würden wir gar nicht haben oder Hamlet hätten wir auch nicht. Und wir hätten einen ganzen Teil von archetypischen Geschichten, die ja eigentlich schon in der Antike und bei Shakespeare festgelegt worden sind und die heute eigentlich in gewisser Weise nur variiert werden, hätten wir nicht, wenn wir nicht, ich meine jetzt nicht den ausgewiesenen Bösewicht, an dem wir immer so einen Spaß haben. Also ich meine jetzt nicht den wie heißt der österreichische Schauspieler nochmal? Der jetzt in Hollywood so erfolgreich ist. Christoph Waltz, ja. Also Christoph Waltz, der ist ja jetzt so abonniert auf so den Oberfieslinge, der ist aber so ganz genüsslich. Ich meine jetzt wirklich der Intrigant, der wirklich eine ganz schwierige Persönlichkeit hat und so. So eine Menschen haben wir ja um uns herum. Warum wollen wir im Kino jetzt behaupten, dass alle Leute immer nett sind? Man muss die Hauptfigur, auch wenn er noch so nerdig ist und noch so schräg ist und irgendwie ein Drogenproblem hat, weil er doch irgendwie immer noch so die gute Seite haben. Also dieses, was man jetzt mit diesem Save-the-Cat-Prinzip meint. Ja? Also alles muss immer, nach 5 Minuten muss er erstmal eine Katze retten, damit alle wissen, okay, das ist ein guter Kerl. Auch wenn er völlig bekokst ist. Weitere Fragen oder Kommentare? Also mir hat der Film sehr gut gefallen, aber ich habe keine Frage zu dem Film, sondern ich habe einen 19-jährigen Sohn, der, Sie haben vorhin über Ihren eigenen Werdegang gesprochen, gerne zum Film möchte und Filmregisseur werden. Was würden Sie denn dem raten? Ich habe das nur. Er hat einen 19-jährigen Sohn, der würde gerne Filmregisseur werden. Was würden Sie ihm raten? Ach so, was ich ihm raten würde.
Ich finde, dass 19 sehr früh ist. Ich glaube, es kommt ja darauf an, wenn man sich jetzt zum Beispiel als einen Filmregisseur versteht, der im Prinzip Geschichten, die sozusagen vorher schon geplottet und festgelegt sind und jetzt die eigentlich, sagen wir mal, industriell gefertigt werden, dann kann man das vielleicht auch mit 19 schon machen. Aber wenn man wirklich ein Anliegen hat, wenn man wirklich noch etwas erzählen will, was einem wichtig ist, dann muss man erst mal gelebt haben. Und es gibt Leute, die haben mit 19 sehr viel gelebt, es gibt Leute, die haben mit 19 noch gar nichts erlebt. Ich habe das bei meinen Filmstudenten immer wieder erlebt, da gab es Leute, die waren 30, da habe ich gesagt, lebt doch erst mal, bevor du eine Geschichte erzählst. Und 20, mit 20-Jährigen hatten schon wirklich was zu erzählen. Was ich aber denen immer geraten habe, war, mach nicht nach, was andere Leute machen. Also mach nicht einen Film, wo so Tarantino-mäßig die Knarre auf 90 Grad drehst, sondern mach etwas, wovon du was weißt, was du erlebt hast. Schöpf aus dem, was du bist. Und das muss jetzt nicht, es gibt immer der Unterschied zwischen privat und persönlich. Ein Film, der privat ist, ist langweilig. Ein Film, der persönlich ist, wo sozusagen das auf eine gestaltete oder auch konzentrierte, verdichtete Form einfließt, was man privat erlebt hat. Das ist dann oftmals sehr spannend, weil man überraschenderweise feststellt, dass andere Leute, von denen man das gar nicht gedacht hätte, so etwas Ähnliches erlebt haben oder sofort andocken können. Und so etwas Allgemeines kann ich nur sagen. Und der Rest ist einfach Lernen, Handwerk und so weiter. Und hab vor allen Dingen keine Angst vor anderen Menschen. Also wenn man Angst vor Schauspielern hat und so weiter, dann ist es schon ein Problem. Es gibt viele Leute, die wollen Regie machen, haben aber wirklich Kontaktschwierigkeiten. Wir haben ja gerade diesen Vorfilm gesehen, nicht? Also soziale Phobie. Ich hatte wirklich Studenten, die hatten eine Sozialphobie und wollten Regie machen. Das geht nicht. Man darf auch nicht sehr dünnhäutig sein. Man muss wirklich viel einstecken können. Das gehört leider auch dazu. Ja. Es gibt Leute, die, glaube ich, ein größeres Talent haben für Regie als ich, aber die haben nicht, die sind sehr dünnhäutig und deswegen haben die große Schwierigkeiten. Das ist leider so. Es ist leider keiner neben einem, der einen die ganze Zeit pausenlos beschützt und sagt irgendwie, lass den mal so machen und so. Leute, gute Regisseure oder Regisseurinnen, oftmals Regisseurinnen, muss man auch sagen, in einer sehr männerdominierten Welt des Drehens, nicht unbedingt was jetzt Redaktion oder die Postproduktion anbetrifft, aber das Drehen ist schon sehr männerdominiert. Das ändert sich, Gott sei Dank, aber so allmählich, aber es ist doch nicht wirklich so, dass man sagt, das ist 50-50. Die haben dann schon Schwierigkeiten, sich gegen so männliche Alphatiere durchzusetzen. Wir sagen an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Filme so machen, wie wir sie jetzt von Ihnen kennen. Und wunderbaren Dank nochmal für diese spannenden Einblicke. Wolfgang Becker. Ja, ich bedanke mich für Ihre Dankeschön. Geduld. Ja. Und natürlich auch an Rudolf Worschig für das Gespräch.